Wir haben ein kleines, überschaubares, flinkes Abenteuer geplant. Ich bin gespannt, wie gut und erfolgreich oder eben auch nicht wir uns da durcharbeiten werden. Und die Leute, die sich bereit erklärt haben, Zeit hatten und Lust hatten und tatsächlich auch eine Neigung zu Tolkien besaßen, die hier mitspielen und die ich überaus schätze und deswegen auch angefragt habe, sind einmal die Haselnuss, die, ich wiederhole mich, beste Nuss auf Twitch. Also, stimmt. Falls ihr irgendwelche anderen Nüssen folgt, ihr macht einen Fehler. Ihr solltet zu dieser gehen. Hasel ist Streamerin und die Besitzerin offensichtlich eines süßen kleinen Hobbit-Mantels und von spitzen Ohren. Und wird heute Ruby spielen, eine Hobbit-Dame. Wie ist Ruby denn so? Warte, wie habe ich es hier nochmal geschrieben? Sekunde. Eine abenteuerlustige, naive, junge Hobbitfrau. Nicht schlau, aber clever und mutig. So habe ich sie dann auch für dich gebaut. Also sie ist recht clever, aber vor allen Dingen hat sie Herz. Und damit ist sie leider auch aus Versehen zu der Rolle geworden, die am ehesten dann die Anführerrolle ist. Weil du bist diejenige, die tatsächlich dann auch mal sagt, wir machen jetzt das. Ja. Ich gebe mir Mühe. Und dann gucken wir mal. Hängt davon ab, ob die anderen dann mitmachen oder nicht. Aber ihr seid schon ein Grüppchen. The One Ring, das System, das wir spielen, das ist die aktuelle Version eines lizenzierten Spiels zum Herrn der Ringe, ist in der zweiten Edition. Das sieht kein PvP vor in dem Sinne, sondern man spielt immer eine kleine Gruppe von Leuten, die gemeinsam ausziehen, Abenteuer zu erleben. Und drei von euch kennen sich auch schon und werden dann auf die vierte Figur gleich am Anfang dieses Abenteuers stoßen. Neben der Hasel sitzt die Jill, ebenfalls eine Streamerin. Und wie ihr sehen könnt, erstens hübsch, zweitens tolle Haare, drittens, sie spielt auch eine Hobbit. Ja, genau. Ich spiele auch eine Hobbit namens Tilly. Ich würde sie am ehesten als eine Tu-nicht-gut bezeichnen, die irgendwie nichts Richtiges macht, aber irgendwie dann, der dann doch irgendwie immer irgendwelche Dinge gelingen und die sich so ein bisschen durchs Leben mogelt, wie es halt gerade geht. Und irgendwie ist jetzt auch diese Leute hier gestoßen dabei und schaut jetzt einfach mal, wo es weiter hingeht. Sehr gut. Ja, die Tilly ist von den Werten her, sie ist schlau und sie kann sehr gut schleichen. Und sie kann gut Orte erkunden und möglicherweise ist das dann auch die Klasse geworden, die Schatzsucher am ehesten ist. Und die, wir hatten drüber auch geredet, weil Jill meinte, mein negativer Anteil hier, der klingt sehr dramatisch. Was ist denn Dragon Sickness? Ja, das ist nämlich die Klasse, die dann auch am ehesten auf einmal sagt, mein Schatz. Ja, und an dunklen Orten nach verlorenen Dingen forscht. Wir ja, mal schauen, ob ich was finde, worauf ich mich einschießen kann. Oh, ja. Das wäre also, sagen wir mal so, Ruinen gibt es im Düsterwald genug, mit denen man sich beschäftigen kann und in ihnen rumklettern und nach Dingen suchen. Dann, links unten, ist die Lillischote. Scharf und süß und ja. mit sehr aufwendigem Make-up und Ohren heute angetreten. Auch eine Streamerin. Und sie meinte, wer der Charaktererschaffung, du kennst mich zu gut, als ich ihr gute Werte in Song gegeben habe. Denn Lilly singt doch gerne mal. Ja. Aber ich kann euch schon mal vorwarnen oder eher entfernen. Ich werde nicht in Sindarin singen, das wird nicht passieren. Ich habe mir keine Songs rausgesucht. Also habe ich schon, aber die sind zu kompliziert. Also spare ich mir das. Oh. Ich konnte sie nicht betonen. Ich spiele Galaglas. Ich spiele Elben aus Lindon. Das Charakter ist entspannt und überlegt, vor allem stets im Kern auf Reisen, weil sie in anderen Kulturen interessiert ist. Deswegen auf die Gruppe auch gestoßen. In Erfahrung, in Diplomatie auf jeden Fall ist auch da, weil wenn man dauernd andere Völker trifft, dann bleibt es nicht aus. Und neben den Kulturen juckt sie vor allem in deren Essen, denn sie ist gar nicht so schlecht mit Pfanne und Topf. Und da haben sich Hobbits, glaube ich, ziemlich schnell darauf geeinigt, mit der reisen wir ganz gerne. Ja. Eine Lindon-Elbe, also stammt sie aus den grauen Anfurten und gehört zu den Elben unter Kirdan, dem Schiffsbauer, der eben die grauen Schiffe baut, mit denen all die Elben, die die Sehnsucht nach dem Westen überkommt, dann das Meer überqueren. Aber sie ist noch nicht so weit.
Ja, Galaglas zieht als keine Messenger Rente. Durch die Gegend. Du bist eine Ente? Keine Rente. Keine Rente. Ich habe gerade, was haben Enten damit zu tun? Ja, also, keine Ente in der Pfanne. Nein. Offensichtlich Sorry. Nicht. Und als letztes, unten rechts, das ist der Damiri. Und wer vor gerade eben erst eingeschaltet hat, hat schon ein bisschen was von ihm erzählt bekommen. Denn er ist der Lore Master und Narrative Designer für Gollum, das Spiel, wegen dem wir uns heute hier zusammengefunden haben. Also was der Anlass ist, dass wir spielen. Und Damiri hat erstens ein paar Anstöße und Ideen geliefert, worum es gehen könnte heute. Dann aber sich zufrieden zurückgelehnt, dass er mitspielen kann und sich für einen Menschen entschieden. Beran der Wanderer. Genau, ich spiele Beran der Wanderer. Ich bin mit meinem Stamm hier immer noch im Düsterwald. Wir haben sehr lange durchgehalten, aber es wird irgendwie immer düsterer und gefährlicher. Es ist, ich mache mir Sorgen, wir werden wohl auch bald weggehen. Ich bin anscheinend, wie es aussieht, recht stark. Habe auch das Herz im richtigen Fleck. Bin anscheinend auch sehr höflich, wenn ich das richtig interpretiere mit den drei Punkten, und sehr aufmerksam. Das muss ich natürlich auch im Wald, denn es wimmelt ja hier auch von finsteren Kreaturen. Das hat irgendwie auch gar nicht aufgehört. Man hat ja gehört, dass der Drache gefallen ist und dass das weiße Konzil den Nekromanten vertrieben hat, aber irgendwie wird es nicht besser. Nein. Es gab vielleicht so einen kurzen Moment, wo man durchgeatmet hat, aber seither ist der Düsterwald seinem Namen nur immer weiterhin ähnlich geworden. Weiterhin gibt es Spinnen, die dahin durchziehen. Es gibt Wölfe, die heulend in der Nacht den Menschen, die dort versuchen zu überleben, nachstellen und dabei überraschend intelligent vorgehen. Und es gibt einen unbeschreiblichen Schatten, der sich wieder eingenistet hat. Und nach der Schlacht der fünf Heere sind zwar die meisten Orks, die zum Beispiel im Gebirge im Düsterwald ansässig waren, versprengt worden, aber das heißt nicht, dass sie weg sind. Und dass es auch immer wieder Geschichten gibt von besonders großen Orks, die umherziehen und kleinere ihrer Art um sich scharen. Aber die kleine Gruppe hier trifft zusammen an einem Ort, der zumindest für die meisten, die für das Gute streiten, eine Art kleiner sicherer Hafen im Westen dieses Düsterwaldes ist. Ein kleines Haus, das sich in den Wald auch relativ sanft einschmiegt, mit einem Dach, das aus Holz Scheiben und aus Moos besteht, das aussieht, als hätte man es nach Lust und Laune immer mal wieder ein bisschen ausgebaut, hier noch Platz gemacht, dort irgendwie was weiteres drangestellt und einen Garten, der mehr oder weniger so ein bisschen harmonisch übergeht, rennt in den restlichen Wald. Es duftet nach Kräutern, es duftet nach Pflanzen, an denen sich Bienen laben können, es duftet auch ein bisschen nach Mist verschiedener Tiere, die hier öfters innehalten und es riecht nach Tee. An diesem Frühjahrsmorgen, wo Tau von den Pflanzen langsam von der Sonne vertrieben wird und ein Nebel über dem Boden liegt, als sich ein kleines Grüppchen bestehend aus Ruby, Tilly und Galaglas dem Heim des Zauberers Radagast nähern. Galaglas hat von Kirdan die Weisung bekommen, dass sie Radagast aufsuchen soll, der eine erfahrene Botin braucht. Und auf dem Weg dorthin hast du zwei abenteuerlustige Hobbit-Damen aufgelesen, die aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie Elben interessant finden, weil du ein Ziel hast, weil du gut kochen kannst, vielleicht nicht zuletzt, sich dir angeschlossen haben. Und so seid ihr den letzten Monat gemeinsam gereist. Und jetzt kurz vorm Ende, kurz vor dem Ziel, als ihr die letzten Strecken zurücklegt auf einem Pfad, der eher an einen Waldpfad erinnert, der von Tieren benutzt wird, aber doch breit genug ist, dass ihr euch bequem dort entlang bewegen könnt. Rechts und links ragen Nesseln auf und niedrige Haselnusssträucher und überall raschelt und wuselt irgendetwas. Eine Schlange, die sich sonnt, bewegt sich träge von eurem Weg herunter und ihr könntet fast schwören, dass sie euch noch einen missmutigen Blick zuwirft, als sie vor euch verschwindet. Und dann riecht ihr den Rauch eines Holzfeuers, die Kräuter, den Mist, den Tee. Wie nähert ihr euch denn dem Häuschen? Ich würde recht zielstrebig vorgehen, werfe noch meinen Blick über meine Schulter. Ich gehe natürlich vor, habe ich schon meine langen Beine, die können wir gar nicht hinterher. Meine noch schnell, Tilly und Ruby, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr jetzt kurz höflich sein könntet. Herr Radagast ist nicht einfach nur ein Mensch.
bin doch immer höflich. Höflich her, Entschuldigung. Wie? Was meinst du damit? Vielleicht kann ihm was, vielleicht möchte was von unserem Essen haben, dann ist er uns direkt viel positiver eingestellt. Ja, aber warum sollte er uns negativ eingestellt sein? Moment, ich dachte, wenn wir höflich sein sollen, dann braucht er, also warum denn dann? Ich dachte, wir kriegen da Essen. Wir sind nicht wegen Essen hier. Ich habe gesagt, ich muss Ihnen meine Botschaft zu überbringen. Ja, aber habe ich mehrfach gesagt. Ja, aber ich nehme doch nicht die ganze Reise auf mich, ohne dann da was zu essen zu bekommen. Ich kann euch gerne danach was zu essen, kochen. Oder? Ich kann euch gerne danach etwas kochen, solange ihr da drin euer bestes Benehmen zeigt. Na klar. Wie kann man denn im Wald hier wohnen und nichts zu essen haben? Das wäre ja auch komisch. Denkt einfach mal kurz nicht an Essen. Ich rolle mit den Augen und gehe weiter auf das Haus zu. Zwei Hobbits schauen sich gegenseitig an. Wie nicht an Essen denken? Ich drehe mich so zu Tilly. Das wäre schon echt unhöflich, wenn wir da kein Essen bekommen würden. Das stimmt. Ich habe doch ordentlich was dabei, aber vielleicht gibt es ja was Frisches. Ja, ja. Naja, mal gucken. Mari, kenne ich die Botschaft eigentlich oder ist sie auch versiegelt für mich gewesen? Du hast tatsächlich keine Botschaft dabei. Du wirst zu Radagast geschickt, weil er eine Botin braucht und weil Kirda dir vertraut. Okay. Gut. Das heißt, ihr nähert euch dem Häuschen, nachdem ihr kurz geklärt habt, was Höflichkeit und Essen angeht. Und als ihr so 10 Schritte von der Tür entfernt seid, wird ihr aufgestoßen. Die ist aus Holz gearbeitet, schon gründlich gemacht. Aber die hat auch schon bessere Zeiten gesehen, in dem Sinne, als dass sie so ein leichtes Schrapp macht, als sie über den Stein geschoben wird, der vor der Tür einen Tritt darstellt. Und auch schon an den Rändern von vielen, vielen Malen, dass Hände danach gegriffen haben, ein bisschen abgerieben worden ist. Und da sieht das Holz fast aus wie Bernstein, so warm und glatt geschliffen. Und scheinbar zumindest ein Menschenmann mit einem vollen braunen Bart und schlau dreinschauenden, unter dicken Augenbrauen hervorblitzenden braunen Augen schaut euch entgegen und dann verzieht und kräuselt sich dieser Bart in einem breiten Lächeln. Na, wer kommt denn da? Weiß ich, wie Radagast aussieht? Wurde mir das mal überliefert? Das entspricht auf jeden Fall der Beschreibung. Radagast der Braune, er hat braunen Bart, er hat braune Augen und er trägt auch ein recht schlichtes Gewand, das aus einem leichten, aber festen Stoff zugemacht zu sein scheint und mit einem Gürtel schlicht gehalten wird an der Hüfte, wo ein paar Utensilien dranhängen. Du siehst einen Löffel und ein kleines Messer in einer Lederscheide und ein paar andere Sachen und Krimskrams, der gar nicht so groß und bedeutungsvoll zu sein seid. Da sind zwei Haselnüsse unter anderem auf einen Fädenfaden aufgefädelt, die an den Gürtel gebunden sind. Es passt zu der Beschreibung. Gut, dann nähere ich mich weiter auf einen angemessenen Abstand, verneige mich dann leicht und sage: Mein Name ist Galaglas von den Grauen Antworten. Mein Herr Kirdan schickt mich. Seid ihr zufällig Herr Radagast? Nein, ich bin ganz bestimmt Herr Radagast und nicht zufällig. Gut. Wenn ihr mich sucht, habt ihr mich jetzt gefunden. Sehr gut. Meine Herren, mir mitgeteilt, ihr braucht eine zuverlässige Botin für einen Auftrag. Das ist richtig. Und das ist eine gar nicht so einfache Sache. Deswegen freue ich mich, dass Kirdan tatsächlich meiner Bitte nachgekommen ist und euch hergeschickt hat. Aber ich höre hinter euch noch Mägen grummeln. Wer ist denn da bei euch? Hallo, ich bin Ruby, das ist Tilly und gibt's hier was zu essen? Ob es hier was zu essen gibt? Was wünscht ihr denn? Ihr seid vom kleinen Volk. Ja. Was habt ihr denn zu essen, wenn ihr so fragt? Also, auf dem Herd steht eine Suppe, zu der ihr herzlich eingeladen seid. Und ich habe noch ein Brot, das Freunde vorbeigebracht haben. Und es gibt Tee. Oh,
Und wenn wir bei Freunden sind, kommt doch herein, tretet kurz die Stiefel ab, ja, tretet herein. Und wenn ich euch vorstellen darf, und er macht einen Schritt zurück und macht eine große Geste zu einem Mann, der an einem niedrigen kleinen Tisch, der verschiedenste Hocker hat, die alle aus Wildholz gemacht zu sein scheinen, aber sehr liebevoll und kunstvoll gearbeitet sind. Und da sitzt Beran. Wie sieht Beran denn aus, Damiri? Beran ist so mittleren Alters, ein bisschen undefinierbar, lange Haare, Bart, wettergegerbte Haut, aber sehr freundliche, blinzelnde, blinkende Augen. In seiner ganzen Kleidung sieht man, dass er viel unterwegs ist und ansonsten ist er, wie groß ist er? Vielleicht so 1,80. Sieht man aber nicht, weil er quetscht sich gerade so auf den Stuhl. Dreimal so groß wie ich. Und er nickt und lächelt und zum Gruß. Ich habe eine wichtige Nachfrage, Mairi. Ist unser vierbeiniger Begleiter auch schon da? Oh, selbstverständlich, Entschuldigung. Wir hätten das beinahe vergessen. Diese Gruppe hat natürlich einen Pony und ihr habt dem Pony auch einen Namen gegeben. Stimmt. Tilly, könntest du vorher noch Biscuit anbinden? Ja, klar, kann ich machen, aber wartet mit dem Essen auf mich bitte. Und dann ja, ich leg dir was zur Seite. Danke dir. Und dann gehe ich nach hinten und binde das Pony an, wo sich das anbietet. Es gibt Essen. Es fängt auch direkt tatsächlich an, so leicht rüsselnd nach hohen Grashalmen und Kräutern zu greifen, die da wachsen. Und mit der stoischen Freundlichkeit, die es schon die ganze Reise über gezeigt hat, sich selber den Magen auch vollzuschlagen. Und dann schließt Radagast, sobald Tilly sich auch anschließt, wieder die Tür hinter ihr. Die hat aber so ein kleines Fensterchen mit Butzenglasscheiben, wodurch warmes Licht reinfällt, warmes Morgenlicht. Und geht zu einem aufgemauerten Steinherd, auf dem oben eine Teekanne drauf sitzt, bauchig, rund, und es dampft aus ihr heraus. Und hinter einer Klappe, er schaut nach, schürt kurz in einem Feuer und zieht dann an einem Haken einen brodelnden kleinen Kessel hervor, aus dem es herzhaft herausriecht. Und fängt an, dann in Schalen mit einer Kelle Sachen hineinzulöffeln und trägt sie rüber zu dem Tisch. Bitte. Sind die Sitze denn genehm, auch für das kleine Volk? Ansonsten haben wir hier irgendwo auch noch Kissen. Sollten ja aufgestellt auf verschiedene Gäste. Eingestellt. Stehen muss niemand. Ihr müsst euch nicht aufstellen. Keine Sorge, solange ihr euch nicht anstellt. Kissen wäre gut. Vielleicht noch einen kleinen Tritt. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ist schon ein bisschen hoch. Oh ja. Soll ich dir hochhelfen? Oh ja, gerne. Ist ja. Okay. Ich gehe rüber zu Ruby und helfe ihr auf den Stuhl. Dankeschön. Gerne. Ein Kissen wäre auch super. Und währenddessen klettere ich aber selber auf den Stuhl. Ja, behende. Radagast kommt nochmal dazu. Mit Kissen, die stark nach Schafwolle riechen und dick gepolstert sind. Und schiebt sie euch mehr oder weniger direkt unter die Hintern. Und lässt dann noch ein Laib Brot auf einem Schneidbrett auf den Tisch fallen und fängt an, das aufzuschneiden. Gut. Damit sollte für das Wichtigste erstmal gesorgt sein, dass niemand mit einem knurrenden Magen hier am Tisch sitzen muss. Die einen haben eine lange Reise hinter sich und der andere, er gestikuliert mit dem Messer, bemerkt dann, dass das vielleicht ein bisschen bedrohlich wirken könnte und legt es wieder zurück zu dem Brotlaib. Und der andere, dies ist Beran, lebt ein Leben, in dem man nicht jeden Tag sich darauf verlassen kann, einen warmen Eintopf zu bekommen. Nicht wahr? Ah, das stimmt. Hab Dank, großer Zauberer, dem wir viel verdanken an Schutz und Rat. Ja, es sind schwere Zeiten, immer noch. Aber es freut mich, dass immer noch so freundliches Volk unterwegs ist wie ihr. Apropos freundliches Volk, ich möchte nicht unhöflich sein. Ihr habt euch vorgestellt, so möchte ich uns vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, während wir draußen gestanden haben. Mein Name ist Galaglas. Von den grauen Antworten komme ich aus Lindon. Und ich werde begleitet von Ruby Grubb aus dem Auenland, glaube ich. Natürlich. Okay, bin mir gar nicht sicher. Es könnte eine Brille sein. Genau, das war deswegen. Ne? Also, no my Tolkien. Und Tilly, deren Nachname ich nicht kenne. Das ist auch gut so.
Das freut mich. Und ihr kommt hier aus dem Düsterwald? Nun ja. Das klang so. Ja, wir leben hier schon seit vielen Generationen am Rand des Waldes und der Nachbarschaft. Da musst du erfolgserzähl sein. Die Geschichten, die ich höre, sind wahrlich nicht schön. Ja, wir haben hier einiges zu erdulden gehabt, aber wir sind immer noch da. Und ja, es freut mich, dass ihr hierher gekommen seid. Weshalb seid ihr eigentlich hierher gekommen? Also, es würde mich wundern, wenn ihr nur auf der Durchreise seid, Elbin. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es meinen Begleiterinnen geht, warum sie genau hier sind. Aber es ist schön, sie zu haben. Ich bin hier, weil mein Herr Kirdan mich geschickt hat, da Radagast eine erfahrene Botin sucht, für einen Auftrag, von dem ich bestimmt bald erfahren werde. Ja, in dem Moment gucken wir Radagast an. Der schaut zurück. Das ist richtig. Ja. Wenn alle gerade einen Löffel im Mund haben, nutze ich doch die Gelegenheit, selbst ein wenig zu reden und euch Tee einzugießen. Ihr stellt unterschiedliche Tontöpfchen hin und gießt warmen Tee drin ein, der nach Kräutern duftet. Danke. Ich habe sogar Besteck da, wie schön. Bitteschön, bitteschön. Nun, ich möchte eine Nachricht schicken an Thranduil, den König der Waldelben. Doch es ist sehr viel schwieriger geworden, seinen Hof zu erreichen und sein Volk. Nicht nur, weil der Düsterwald generell unfreundlich ist zu allen, die versuchen, ihn zu bereisen oder in ihm zu leben. Es scheint auch so, als sei Thranduil entschlossen, alle von seinen Grenzen fortzuweisen und ihnen die Durchreise zu verwehren. Was? Nun, ein König mag mit seinem Reich machen, was er will, aber dennoch, wenn man verbündet ist, so sollte es doch möglich sein, zumindest miteinander zu sprechen. Ich hoffe, dass ihr als erfahrene Reisende, auch mit der Unterstützung von Beran, der den Düsterwald hervorragend kennt, einen Weg finden werdet, die Hallen der Elben aufzusuchen und meine Schrift zu überbringen. Meine Schrift. So hatte es einen Grund. Oh, sorry. Oh, nein, nein, meine Schrift. Ja, redet weiter. Das Haus ist nicht so groß, dass ich euch nicht hören kann. Und ja. Er geht zu einem Regal und fängt an Büchern zu ziehen und dazwischen zu schauen. Irgendwo. Ich habe schon eine ganze Weile gewartet auf eine Botin, die das überbringen kann. Deswegen, ich hatte es an einen Ort gelegt, wo ich mich auf jeden Fall daran erinnern würde, wo es ist. Nur was dachte ich damals, was das für ein Ort wäre? Ihr habt den Ort vergessen? Den Schreibtisch? Dort, wo ihr es geschrieben habt, an der Tür, damit ihr es beim Rausgehen seht. Das sind beides hervorragende Ideen. Unter dem Teppich. Bleib beim stehen. Essen. Ich werde alle diese Optionen eine nach der anderen durchgehen. Er lüftet den Teppich, schaut drunter. Er meint dann, hebt eine Münze auf, die er dort findet, lässt den Teppich wieder zurückfallen. Und geht dann mit der Münze zu seinem Schreibtisch und lässt sie dort in ein Glas fallen und untersucht die Schriftstücke, die da sind. Nun, es geht um einige Fragen, Überlieferungen, die ein Freund und Kollege von mir versucht anzufragen. Denn viele Bibliotheken gibt es in Mittelerde, sicherlich, aber wenige sind so schwer zu erreichen wie die von Thranduil und die Schriften, die er dort beherbergt. Und die Traditionen, die dazu beigetragen haben, sind welche, die nicht zum Beispiel in den Archiven von Gondor zu finden sind. Geheimniskrämerisch sind sie, die Grauelben, die Waldelben. Oh, hattet ihr Begegnungen mit ihnen, Beran? Ja, sie bleiben gern unter sich, feiern ihre Feste und schlagen ihren Pfad für alle anderen frei, den wir überqueren sollten. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis wir König Thranduil besuchen können. Es ist weit im Norden und es ist sicherlich gut, eine Elbin damit zu beauftragen, denn dann vertrauen sie uns vielleicht mehr. Auch wenn ich leider sagen muss, die Elben aus dem Düsterwald lassen selten in Delegationen zu den grauen Antworten kommen. Selbst unter meinem Volk bleiben sie gerne unter sich. Aber ja, wahrscheinlich recht. Von wie vielen Tagesmärschen reden wir, wenn ihr euch hier auskennt? Tja, das hängt ein bisschen davon ab. Ich gucke mal die beiden Hobbit-Damen an.
und versuche einzuschätzen, wie schnell wir wohl mit den beiden Halblingen so brauchen. Wir haben Biscuit dabei. Aha. Es handelt sich um ein Pony. Jetzt können wir die Hobbits auf das Pony setzen. Biscuit ist ein Pony. Es ist nur nicht viel schneller. Gut, damit sind wir noch langsamer. Hm? Radagast geht zu einem Fenster, vor das von innen so ein Schutzvorhang. Nee, wie heißen sie? Läden zugemacht sind, reißt sie auf und schaut in das Gesicht von Biscuit, der sich gerade bei den Kräutertöpfen bedient, die an der Fensterbank festgemacht wurden. Ah, du bist also Biscuit. Nicht deine Hand auf die Nase. Das nicht. Das besser nicht. Und schiebt das Pony sachte davon weg. Nun. Ich dachte, es war angebunden. Ja, aber halt dort. Das klingt ja, also, Garten, natürlich. Das sah nach einem guten Ort aus, das Pony anzubinden. Mhm. Wir können das Pony gerne mitnehmen, aber wir müssen ein bisschen querfeld eingehen. Und Miley, kann ich das schätzen, wie weit das ist? Du würdest sagen, dass ihr, je nachdem wie schnell ihr vorankommt, schon ein Dutzend Tagesmärsche sind es von hier bis zu den Hallen von Thranduil, weil ihr viel, wie du sagtest, querfeld eingehen müsst. Also wenn du richtig schnell unterwegs wärst, könntest du es mit 8 bis 10 schaffen, aber daran glaubst du nicht. A fortnight. Also ja, das wird wohl eine Weile dauern. Also 2 Wochen werden wir wohl schon brauchen, Radagast. Ich hoffe, es ist nicht eilig. Solange wie ich gewartet habe auf diese Gelegenheit, dann macht es das jetzt keinen Unterschied mehr. Er schaut zur Tür. Ah, da ist es ja. Ich bin froh, wenn es überhaupt endlich überbracht wird. Er geht zur Tür und da hängt ein Lederfutteral, ein rundes, das er aufmacht, reinschaut und ein Blatt Papier herauszieht, das für euch aussieht, als wäre es unbeschriftet. Schüttelt es aus und sagt, hervorragend. Rollt es wieder zusammen. Steckt es wieder rein, macht das Ganze zu und dreht sich zu euch um und ihr seht wieder, wie dieser Bart sich kräuselt zu einem breiten Lächeln, das man selber aber gar nicht sehen kann. Ja, das ist es. Bitte schön. Was steht denn drin? Es geht uns nichts an. Oh. Es ist eine Bitte um Informationen und zum Zugang der Archive, über die Thranduil verfügt. Okay. Weil auch einige von meinen Verbündeten und Bekannten gerne so geheimniskrämerisch sind wie ein König der Waldelben, ist es geschrieben in einer Schrift, die er nur wird entziffern können, wenn er beim nächsten Vollmond versucht, darin zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr mit so etwas vertraut seid, aber manche Leute sind misstrauischer als andere. Okay. Ruby, das sind Angelegenheiten der Zauberer. Radagast ist ein guter Mann, aber ich würde vermuten, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir für den ehrenwerten Herr Radagast unterwegs sind. Es ist besser, wir wissen nicht, was drin steht. Verstehst du? Ja, klar, verstehe ich. Schon. Und keine Sorge, Tilly, wir haben auch für 12 Tage genug Proviant dabei. Das ist gut. Und im Zweifelsfall wird es in dem Wald hier sicher auch was zu essen geben, oder ja, nicht? Aber seid vorsichtig. Also man kann hier nicht alles essen und trinken. Aber ich werde euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, es kann sein, dass das, was ihr versucht zu essen, versucht euch zu essen im Wald. Hä? Was? Warum? Sie meinen wilde Tiere und Schlimmeres. Und wilde Pflanzen. Unterschätzt nicht die Pflanzen in diesem Wald. Nein, alles hier kann zu einem Hindernis werden. Täuscht euch da nicht. Okay. Nun, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Ich werde mir keine Sorgen machen. Ich pflege, wenn ich beschlossen habe, eine Aufgabe in die Hände von Leuten zu legen, denen ich mit ihnen vertraue, dann auch dieses Vertrauen zu halten. Tilly, meinst du, Biscuit wird das schaffen? Ich hoffe. Ich denke, also wenn wir müssen. Also das müssen längste, halt müssen was, aufpassen. Das längste, was wir mit Biscuit mal unternommen hatten, waren Wochen. Eine Woche. Das schafft er 2? Ich meine, was macht er denn sonst außer Laufen und Essen? Oh, stimmt auch wieder. Ihr seid ja auch über die Nebelberge gekommen. Das ist auch eine lange Reise. Ja.
Ja. Hat ein bisschen Vertrauen in Biscuit. Das schafft und in uns. Wenn ihr Glück habt, werden wir Elben sehen, wenn sie uns in ihr Land lassen. Das ist bestimmt schön dort. Hm. Jedenfalls schöner als hier. Entschuldigung, Herr Zauberer. Der Geist geht sich um. Solltet wissen, dass dieses Haus sich schon sehr lange bewährt hat. Ja? Es steht nicht erst seit ein paar Jahren hier. Und alles ist an dem Ort, wo es sein soll. Und es hat heftigen Unwettern widerstanden. Schönheit liegt manchmal auch in der Nutzbarkeit von Dingen. Also ich finde das hier sehr schön. Muss ich schon sagen. Seht ihr? Noch ein Stück Brot. Gerne. Ach, ich habe auch irgendwo noch Butter. Ein gutes Brot mit guter Butter. Bitte bedient euch. Ihr könnt auch gerne noch Proviant von hier mitnehmen, aber ich habe noch heute etwas anderes zu erledigen. Es gibt Brot. Gerüchte. Moment, was habt ihr alles vorbereitet, ihr Hobbits? Das ist den Charakter. Ja. Ich habe halt das Wichtige vorbereitet, was man jetzt Hobbit braucht. Ich würde sagen, Thranduil ist ganz schön hot. Das ist ein Grund, da hinzugehen, auf jeden Fall. If you know. If you know, ja. Mm-mm. Das heißt, ich werde aufbrechen und werde mich um eine kleine Gelegenheit etwas südlich von hier kümmern und wünsche euch alles Glück. Aber ich fürchte, dass die Gastfreundschaft dieses Hauses. Nun ja, also das Haus wird euch sicherlich noch zur Verfügung stellen. Ich erwarte von euch, dass ihr die Tür zuzieht und das Feuer löscht, bevor ihr geht. Aber ich werde bald aufbrechen und insofern würde ich euch vielleicht empfehlen, dasselbige zu tun. Wo habe ich... Und er greift einen Hut von der Wand, den er sich auf seine Haare mehr oder weniger draufschraubt. Setzen, drehen, drehen, drehen. Bevor er entschlossen nickt und einen Wanderstab aus einem Halter neben der Tür nimmt. Dann danken wir für eure Gastfreundschaft. Wir werden euch nicht enttäuschen, die Nachricht schnellstmöglich überbringen. Wir fühlen uns geehrt, dass ihr Vertrauen in uns hegt, Herr Radagast. Und wir werden eure Aufgabe erledigen, so gut wir es vermögen. Vielen Dank für das Essen, es war vorzüglich. Ah, das freut mich. Ja, finde ich auch. Wenig macht das Herz freudiger und stärkt den Mut mehr, als gutes Essen im Magen zu haben. Der ist voll weise. Ja. Was und sind? Freunde an seiner Seite. Ja, ja. Das auch. Und das Dritte wären gute Schuhe. Gute trockene Schuhe und warme Socken. Ich hoffe, die habt ihr auch. Braucht ihr Socken? Einige von den freundlichen Leuten, die am Rand des Waldes Schafe hüten, haben mir tatsächlich Wolle, Socken und dergleichen und anderes, was sie aus dieser Wolle fertigen, gegeben. Also falls ihr einen Schal braucht oder Socken, ich kann euch versorgen. Einige davon sind deutlich zu klein für meine Füße. Wie auch immer. Ich gucke an meinen nackten, behaarten Hobbit-Füßen herunter. ich glaube nicht. Naja. Manchmal ist das, wenn die mir geboren sind, schon das Beste. Wisst ihr noch, was ich gerade wollte? Ihr wolltet gehen. Das ist richtig. Sebastian versucht, aus dem Haus rauszuschmeißen. Ihr wolltet gehen, ja, okay. Gut. Ist er endlich weg? Ja, er dreht sich um, tippt nochmal an die Krempe seines Hutes und marschiert dann raus. Und ihr hört ihn draußen pfeifen und dann summen, während er losmarschiert. Gut. Und hört ein leises Getrappel von Tierfüßen oder irgendetwas, was ihn dabei begleitet. Und dann ist es still. Sind es die Hasen? Gut, ich also wenn du rausguckst, siehst du tatsächlich mehrere sehr große Hasen, die neben ihm einherhoppeln. Und süß. Hoffnungsvoll an ihm hochschauen. Gut. Gut, ich schlage vor, liebe Hobbits, ihr esst noch genug, damit wir heute nicht nochmal zweimal rasten müssen. Hm? Ich prüfe den Proviant und ich werde darauf achten. Und ich prüfe den Proviant. Aber ich werde nur darauf achten, dass wir genug haben für ein Frühstück. Es tut mir leid, wir haben eine wichtige Aufgabe. Also, okay, und das ist ein Opfer, das ich möchte kurz etwas ein. Also wir müssen auch an Biscuit denken. Biscuit braucht schon auch Pausen zum Essen, sonst. Ja, ja. Aber Biscuit braucht das nicht. Ein zweites Frühstück. Aber wir können doch einfach. Ihr bekommt alle zwei Tage den 11 Uhr Tee.
Okay. Wir können ja ein bisschen langsamer laufen und uns ja, und dann auf dem, wir wollen zeitig da sein. Der Düsterwald ist gefährlich. Das ist ein bisschen anders als eine Reise bisher. Und für eine gefährliche Reise müssten wir gestärkt sein. Und je öfter wir halten, desto öfter sind wir angreifbar. Darf ich fragen, wofür ihr das Pony dabei habt? Führt ihr Gepäck mit oder? Na klar. Ausrüstung? Ja, wir haben sehr viel Proviant dabei. Na klar, wir haben Tassen für den 11 Uhr Snack und Tee und wir haben ganz viel Speck dabei und Brot. Natürlich müssen wir das Ganze jetzt etwas auffüllen, aber ja, natürlich. Das ist doch. Weil das Pony versteht mich nicht falsch, aber das wird sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit im Wald erregen. Biscuit ist ruhig. Hier bei in Roskeball bei Radagast wäre es, glaube ich, relativ sicher. Also die Tiere, die hier leben, überleben. Gut. Aber wie sollen wir denn ohne Pony für 2 Wochen probieren? Wir müssten dann definitiv weniger essen. Was? Einen Rucksack mit und eine Angel und Pfeil und Bogen. Wir können ja. Aber wir sind doppelt so schnell. Eure Bemühungen in Ehren. Ich reise etwas länger mit den Hobbits bereits schon. Und das Energieniveau, das sie haben, wenn sie nicht regelmäßig essen, würde uns noch mehr verlangsamen, als wenn wir Biscuit mitnehmen. Na gut, ich wollte es nur erwähnen. Also, wir haben sehr, sehr selten ein kleines Volk aus den fernen Landen hier, die uns besuchen. Und ihre Gebäude sind mir nicht bekannt. Aber der Düsterwald heißt nicht umsonst so. Es gibt Wölfe und Spinnen und Orks. Finstere Gestalten, die aus der tiefen Nacht stammen. Also. Warum lebt man hier freiwillig? Verstehe ich auch nicht. Ist ein sehr schöner Ort. Die Elfen, die Elben lebten hier und ihr König. Das Reich ging bis nach Süden, es war recht schön und friedlich. Aber das ist lange her. Leider braucht es auch mutige Menschen und Elben, um die Gefahren, die hier lauern, einzudämmen, wenn wir so ehrlich sind. Mhm. Aber ich würde schon vorschlagen, die beiden Hobbits entscheiden, ob wir das Pony mitnehmen. Tilly? Das klingt schon gefährlich und ich möchte auch nicht, dass Biscuit was passiert. Ich auch nicht, aber können wir ohne Biscuit so schnell laufen? Und was ist, wenn wir verhungern? Ich glaube, wir schauen einfach, dass wir finden hier sicher eine Möglichkeit, unsere Rucksäcke etwas größer zu machen. Dann können wir auch ein bisschen mehr Sachen mitnehmen und haben es leicht. Okay, dann sind wir wieder langsamer. Das ist natürlich schlecht. Ja. Aber vielleicht können ja die beiden Großen ein bisschen was für uns tragen. Dann ist das vielleicht da. Ich gucke die anderen an. Also ich schließe daraus, ihr wollt das Pony auf jeden Fall mitnehmen. Nee, aber es entlasten. Nein, das ist die Idee, wenn wir es nicht mitnehmen, wie wir dann genug Zeug transportieren können. Die beiden verehrte Elbe müssten uns ein bisschen mehr Last aufbürden, um das kleine Volk mit zu ernähren, das anscheinend große Mägen besitzt. Ja. Ich möchte aber hinzufügen, auch wenn Herr Eran sehr stark aussieht und ich auch meinen Fair Share tragen kann, es wird nicht für die Annehmlichkeiten reichen, die ihr jetzt bisher gewohnt wird auf unseren Reisen. Also auch dann keine 2 Tage 11 Uhr Tee und kein zweites Frühstück. Die armen Hobbits, die bleiben hier. Aber ich bin mir sicher, in den Hallen von König Franduin werdet ihr vorzüglich speisen können. Die elbische Küche, wie ich sie bisher euch auf Reisen präsentiert habe, ist dagegen verblasst. Das ist ein Wort. Und ihre Augen strahlen. Ja, Thranduil ist auch ein Weinkenner, wie man so hört. Lässt sich aus dem fernen Dorvinien den besten Wein bringen. Tilly, wir können neue Gerichte ausprobieren. Ja, und jetzt nochmal andere, als sie kann, weil ich glaube, das sind ja nochmal andere. Die werden ja sicher ihre eigene Küche haben. Ja. Herr Franduil hat mehrere Küchen, er ist ein König. Großartig.
Also machen wir eine Küchentour, wenn wir dort sind. Natürlich. Gut, wenn wir jetzt alle motiviert sind und gesättigt sind, dann nehmen wir Biscuit ab, was wir können, verteilen uns auf unsere Rucksäcke. Und da wir in den Morgenstunden noch hier sind, schlage ich sogar für Brechen heute noch auf. Außer ihr, Herr Eran, sagt, es spricht etwas dagegen, ihr kennt euch hier besser aus. Das ist ein anscheinend wichtiger Auftrag des Zauberers. Wir sollten nicht säumen. Aber Zauberer, also jedenfalls Radagast, hat auch so seinen eigenen Kopf. Das bedeutet, wir sollten schon wachsam sein, wenn wir diesen Bereich verlassen. Und wir können nicht mit seiner Hilfe rechnen. Er hat immer andere Dinge zu tun. Ja, dann brechen wir mal auf. Nehmen wir jetzt das Pony nicht mit, ne? Wir nehmen es nicht mit, wir lassen es hier. Ich lösche die Feuerstelle erstmal. Das wird hier glücklich, den Kräutergarten plündern. Ich hoffe. Biscuit scheint auch nicht sehr belastet zu sein durch die Aussicht, dass ihr Biscuit eine Weile dort stehen lassen werdet, sondern lässt sich das Halfter abnehmen und fängt dann an, durch den Garten zu streunen und hier ein bisschen was abzuweiden und dort etwas irgendwie von an Blättern aufzulesen und drauf rumzukauen mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck und scheint absolut zufrieden, einfach hier zu bleiben. Hier nochmal zu Biscuit. Nimm so seinen Kopf in die Hand und streiche ihn so zwischen seinen Augen. Biscuit, wir sind in einem Monat oder 2 Monaten. Wir müssen 2 Wochen hin. Höchstens 24 Tagen. Sind wir wieder zurück. Dir wird es gut hier gehen. Wir holen dich wieder ab. Biscuit. Ich streiche ihn nochmal schon einmal durch die Mähne. Biscuit schüttelt den Kopf und rüsselt mit der Oberlippe in deine Richtung und schnauft dir in das linke Ohr. Und dann streckt Biscuit den Hals, um mit dem Kopf über deine Schulter hinweg eins von den Kräutertöpfchen zu erreichen, die sie da an anderen Dingen interessiert. Nicht die. Ich wühle in meinem Rucksack und ziehe eine Möhre raus. Hier, die ist für dich. Nimm das sehr vorsichtig. Du spürst so kurz diesen seidigen Flaum von der Pferdeschnauze an deiner Hand und dann verschwindet diese Möhre mit einem rasch im Pferdemaul. Wir sehen uns, Biscuit. Sag mal, sonst hört man das Tilly Biscuit. Ich nutze die Zeit halt, um noch was zu essen, während wir. Dann muss man das nicht mehr tragen. Ja, ich befestige dann auch meine wunderschöne Pfanne und meinen Topf an meinem Reiserucksack, das ein bisschen aufwendiger aussieht, als man es gewohnt ist, wenn Leute auf Reisen sind. Ja, ich packe auch noch einen Sack mit noch mehr Proviant und reiche den dann einmal an Bären, genau. Ja. Und der ist einfach voll mit Essen. Genau, also ich sehe zu, dass wir vernünftig Reiseverpflegung mitnehmen, packe um und lade mir tatsächlich mehr auf. Also wenn ich recht stark bin, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ansonsten stelle ich natürlich solche unnützen Sachen dann auch zurück wieder ins Regal, wie den dritten Kochtopf. Wir können auch mit weniger Kochtöpfen kochen. Ja, gerade den brauche ich für Suppen. Ich reiche ihn dir. Ihr schafft es. Das ist durchaus wichtig. Ihr schafft es irgendwie, tatsächlich die Sachen unter euch zu verteilen, sodass alle nicht hundertprozentig zufrieden sind, aber es so aussieht, als könnten die Hobbits vielleicht überleben, ohne zwischendurch am Hungertuch oder an den Mitreisenden zu nagen. Und gerade so. Mittelerde stirbt am Buffettisch. Ja. Zumindest im Auenland, so viel ist sicher. Reisen funktioniert folgendermaßen, dass ihr eine Person bestimmen würdet, die Karte in der Hand oder mit der Orientierung bestimmt, wo ihr lang geht. Nach Norden, am schlausten wäre es wahrscheinlich erstmal einem Fluss, der in der Nähe von Roscobel entlang fließt, nach Norden zu folgen. Dann kämt ihr auch an der Stadt der Waldleute vorbei. Dort gibt es eine größere Siedlung, bis ihr auf den alten Weg stoßt, der nach lang gehegtem und gepflegtem Recht allen Leuten erlaubt ist, zu betreten und damit den Düsterwald zu queren. Und dann ist das mehr oder weniger eine Entscheidung, ob man den Düsterwald nach Osten verlassen will, nach Norden eine Schleife schlagen und dann zu Thranduils Halle wieder flussaufwärts zu reisen, oder ob man den Weg an einer bestimmten Stelle verlässt und an oder durch die Berge im Düsterwald nach Norden vorstößt.
Wer von euch möchte denn eine Probe ablegen auf Reisen, auf Travel? Das ist ein Skill, der würde ich sehr gerne machen. Ich laufe immer nur hinterher. Ich habe gar keinen Plan. Das war ein W12 und dann pro Raute. Ich auch eher nicht. Sechser. Ich habe leider auch nur einen Punkt drin. Das heißt, wahrscheinlich habe ich nur einen W12 und Sechser. Aber genau. Würde wahrscheinlich Sinn machen, weil ich da aus der Gegend komme, dass ich da zuerst mal so einen Wurf mache. Und wenn ich uns dann alle in die Irre geführt habe, in irgendwelche Ich würde mich gerne einfach mit Bären beraten vorher, welchen Weg er generell präferiert. Und dann würde ich die Probe machen, weil ich sehr, sehr reiseerfahren und Kartografie erfahren bin. Mhm. Gut. Galaglas. Ne? Galaglas. Galaglas. Also, soweit ich das sagen kann, ist es da im Norden sehr gefährlich. Dieser alte Waldpfad, den die Zwerge mal geschlagen haben, der ist überwuchert und auch gefährlich. Und im Osten, da wird's noch gefährlicher. Da sind dann die Sümpfe. Aber am allergefährlichsten sind die Berge. Aber lass mich raten, der kürzeste Weg wäre durch die Berge. Ich würde lieber zuerst zu einer Siedlung meines Volkes gehen und dann im Westen des Düsterwaldes bleiben. Und das halte ich für das Geschickteste, weil wir dann vielleicht nicht ganz so viel Feinden und Gefahren als sonst. Wir müssen es auch nicht provozieren. Solange die Nachrichten sicher und einigermaßen zeitig ankommt, das ist deutlich mehr wertvoll. Also da würde ich dem Rat folgen. Das ist das, was Beran dazu sagen kann. Du kannst aber uns gerne anführen als bist du eine Hoch-Elbin, ein Noldor, oder bist du ein... Lindon, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, das wäre... Auch eine Sinda. Du kannst alles Mögliche sein, da sind viele Elben. Ja, true. Gut. Also das kannst dann machen wir einfach Hoch-Elbe schnell. Ich wollte gerade sagen, das kannst du entscheiden, weil da sind auch viele Noldor gelandet. Ja, also wenn du zu den Noldor gehörst, mein Charakter weiß wahrscheinlich gar nicht so richtig den Unterschied, aber ja, dann strahlst du eine natürliche Autorität aus, vermute ich mal. Ja. Und kompetent. Bin ja auch sehr entspannt. Grundsätzlich strich. Und du bist ja auch extra geschickt als Botin, ne? Ja, also. Was hast du denn auf Travel? Ich habe tatsächlich 3 Punkte. Also ich kann einen W12 und 3 W6er werfen. Dann mach das ist schon ganz gut. Ja, alles gut. Und dann kommt noch die Frage dazu, hast du links neben Travel auch noch eine Markierung? Ein paar von deinen Skills sind mit so einem weiteren Punkt. Ja, ich hab quasi links zu Travel Markierung und die 3 Rauten. Genau, dann darfst du nämlich zweimal ein W12 würfeln und das bessere Ergebnis wählen. Das ist schon mal nice. Bei The One Ring würfelt man, egal was man macht, also Run Ring in der zweiten Edition, einen W12. Und da 1 bis 10 sind einfach 1 bis 10. Die 11 ist das Auge des Feindes, das ist immer ein schlechtes Ergebnis. Und die 12 ist die Rune von Gandalf, das ist immer ein gutes Ergebnis. Und dann würfelt man noch, je nachdem, wie viel man in einem Skill hat, W6 dazu. Die werden auch dazu gezählt. Die 6 hat auch wieder eine kleine zusätzliche Rune. Das ist noch ein weiteres Erfolgssymbol. Das heißt, ihr achtet darauf, habt ihr eine 11 oder eine 12. Und bei den W6 habt ihr eine 6 gewürfelt. Okay. Ich habe hier 2 W12 gewürfelt. Der beste ist die 5 leider. Meine 3 W6 sind 6, 4 und 3. Also einen guten dabei noch. Eine 18 insgesamt. Genau. Und dann haben eure Charaktere alle eine Target-Number für das Attribut, das dazu gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Target-Number unter 18 16. ist für Reisen. 16. Das heißt auf jeden Fall, dass du erfolgreich einen Weg festlegst, ihr 3 Tage lang unbehelligt reisen könnt und sicher. Und dadurch, dass du noch eine 6 gewürfelt hast, kommt auch ein Tag hinzu. Was? 4 Tage der Reise bringen euch tatsächlich ohne große Probleme, außer den Entscheidungen, wann man ist und wie viel jeweils und wie oft. Und tatsächlich, ob das Ganze lecker ist und was man hier im Wald essen kann. Das heißt, dass Beran viel Beratung tätigen muss, um den Leuten zu sagen, welche Beeren vielleicht doch lieber gemieden werden sollen. Die nicht und die auch nicht. Ist die hier okay? Aber lecker ist es kann immer. Kann man die essen? Nein. Nicht essen, okay. Und so arbeitet ihr euch nach Norden. Zwischenzeitlich bemerkt ihr, dass andere Waldmenschen euch beobachten und dann auch tatsächlich einige näher kommen, die Beran erkennen
euch grüßen. Es gibt einen kurzen Austausch von Worten und sie berichten, dass in den letzten Tagen zumindest keine größeren Bedrohungen in der Region gesichtet worden und dass das Wetter stabil bleiben sollte für die nächsten Tage. Und so seid ihr kurz vor dem Weg, dem überwucherten, dem alten Weg, der durch den Wald führt, als euch dann ein Ereignis ereilt. Wer von euch möchte denn gerne auswürfeln, was es für ein Ereignis ist? Wie würfelt man das aus? Du würfelst einen W12. Okay, darf ich? Und einen W6. Ja. Mhm. Mach nichts falsch jetzt. Mit dem W12 eine 9 und mit dem W6 eine 5. Mhm. Hast du das zusammengerechnet? Oder nein, oder so nein, das ist, okay. Das ist getrennt. Der W6 beschreibt nämlich, wer von euch ein Ereignis auslöst und der W12, was für ein Ereignis es ist. Wir haben also eine Person beschlossen, die den Weg findet. Und das ist Galaglas. Wer von euch ist denn damit beschäftigt, die Augen offen zu halten, ob sich Gefahr nähert? Immer. Immer. Ich glaube, wir alle. Wer möchte denn jagen? Zwischendurch für Essen sorgen. Ich habe hier so Awareness mit einem Superpunkt. Also ich vermute mal, dass ich eher die Augen offen halte. Mhm. Ich würde nicht so sehr nach Essen Ausschau halten. Das machen die sowieso schon. Ich glaube, wir würden eher nach Beeren. Und solche und irgendwelche Früchte oder so, was man halt so findet. Oder irgendwelche Wurzeln oder Pilze, das tut mir leid, oder so suchen, anstatt jetzt groß jagen zu gehen. Das ist, glaube ich, nicht unser Metier. Aber es ist dann trotzdem wohl Tilly auf der Suche nach diesen leckeren wilden Möhren, die ihr schon öfters hier auf den Lichtungen gefunden habt und von denen auch Beran gesagt hat, man kann sie essen und jetzt im Frühjahr schmecken sie sogar besonders gut, wenn sie noch dünn und frisch und knackig sind, solange man sie denn schneidet und kocht und damit sicher geht. Und du bist dabei, eine nach dem anderen aus dem lockeren Boden zu ziehen, als du eine Lücke zwischen den Büschen ausmachst, wo es tatsächlich mit einem festen Pfad, der wohl von irgendwelchen wilden Tieren, Rehen oder so getreten wurde, runter zum Fluss führt zu einer Furt, die gut begehbar ist. Und als du den Rest darauf aufmerksam machst, sorgst du dafür, dass ihr eine Abkürzung bekommt und einen Tag weniger braucht auf eurer Reise und tatsächlich ziemlich gut gelaunt weitermachen könnt. Mega. Wir werden nicht verhungern. Das heißt, ihr erreicht tatsächlich am Ende dieser Phase den alten Weg. Ihr könnt euch alle notieren, dass ihr einen Punkt Erschöpfung, Fatigue bekommt. Das ist auf der rechten Seite von eurem Charakterbogen. Das wird sich Stückchen für Stückchen aufbauen, während ihr reist. Und es kann auch sein, dass das durch schlechte Begegnungen deutlich heftiger wird. Da trage ich einfach eine 1 ein, genau. For now. Okay. Und die sollte nie auf den Punkt, also nie sich treffen mit eurer Ausdauer, mit eurer Endurance. Denn wenn das passiert, dann seid ihr erschöpft und dann wird alles. Meine Endurance ist leer. Ja, meine ist auch da leer. Da steht, ihr habt oben bei den, Attributen steht eure Endurance, das Maximum drin. Ah, da. Und davon zieht ihr ab, wie viel ihr tragt. Ihr habt unten bei euren Waffen. Und bei eurer Rüstung steht das sozusagen, wie viel das Gewicht davon ist. Und das sind wie viel die Load, ja. Wie viel wiegt das Essen? Tatsächlich wird das nicht berechnet. Es wird tatsächlich nur Rüstung und so etwas berechnet, dass ihr mit euch schleppt. Das hat auch ein Hobbit geschrieben, dass es 10 macht. Ja. Möglicherweise. Ich muss sagen, dass die zwei Hauptdesigner, Francesco Nepitello und Marco Bucci, schon ein bisschen was Hobbit-artiges haben. In dem Sinn, als dass es freundliche Leute sind, die ein gutes Essen zu schätzen wissen. Das sind beides Italiener. Ja. beides Leute, mit denen ich schon mal lecker essen war. Insofern ein bisschen Hobbit ist da auf jeden Fall drin. Das sind auch so zwei Lore-Master, was Tolkien angeht, die beiden. Sie haben sehr viele Spiele gemacht schon in der Welt. Gut. Der alte Pfad stellt sich heraus, wie Beran es angekündigt hat, als
etwas, was in vergangener Zeit sicherlich mal deutlich größer und deutlich besser angelegt war. Und man sieht unter angewehter Erde und frischen Sprösslingen und sogar kleineren Bäumchen, dass hier mal sorgfältig Stein verlegt wurde und Halterungen für Fackeln aufgebaut und Markierungen des Weges. Und man sieht auch hineingeschlagen teils noch die Runen, mit denen zwergische Handwerker markiert haben, wer der Vorarbeiter für diesen Teil des Weges vielleicht war. Aber alles ist vom Wall zu einem guten Teil zurückgeholt worden. Es ist immer noch eine Schneise, hier wachsen keine großen Bäume, deren Wurzeln hier nicht irgendwie Fuß fassen können. Aber da sind durchaus wilde Erdbeeren, von denen man sich im Vorbeigehen bedienen kann und die hier im Frühjahr schon ganz gut gedeihen. Und zahlreiche kleinere Büsche und Grasbüschel, die da drüber wuchern. Aber zumindest gibt es euch eine Richtung vor, dass es von hier aus weiter nach Osten geht. So funktioniert das Reisen bei The One Ring. Und wir würden jetzt einen weiteren Wurf ablegen, um rauszufinden, wie gut es weitergeht von hier aus. Und wo wir jetzt uns entscheiden, ne? Also, stimmt, wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, ob wir die Schleife gehen oder ob wir auf dem Weg bleiben, ne? Beran sagt erstmal was zu den Erdbeeren. Seid vorsichtig, junge Hobbits, da könnten Fuchsbandwürmer drin sein und manche sind schimmelig. Guckt sie euch vorher bitte an, die sind sehr lecker, aber... Okay. Wir rasten in ein paar Stunden noch wieder. Ihr könnt bis dahin warten, ich koche euch das einfach. Erdbeeren kochen? Natürlich. In Wahl? Die sind doch so schon super lecker. Daraus. Da könnt ihr das Brot schmieren. Ich glaube, die ist noch gut. Ich glaube auch. Gibst du mir die andere da, die du noch hast? Ich wende mich an der Zeit an. Okay. Das war leider die letzte. Beren, wir müssen uns jetzt entscheiden. Also müssen wir mal sprechen. Was schlagt ihr vor? Warte. Ja, gerne. Wenn wir nach Osten gehen, kommen wir wahrscheinlich in die Sümpfe. Die Straße endet dort. Wenn wir nach Norden gehen, kommen wir in die furchtbaren, dunklen Gebirge mit den alten Ruinen und spukhaften Gebäude. Ja, keine gute Idee. Also ich würde am westlichen Rand des Düsterwaldes entlang gehen. Da gibt es jedenfalls ab und zu noch mal die ein oder andere kleine Lichtung und so. Und vielleicht kommen wir dann an den Bergen vorbei. Dann werden wir das tun. Ja. Was meint ihr? Hört sich gut an. Auf Richtung Westen. Ist das okay, Myri? Kann mein Charakter das wissen? Das ist ja nun schon ziemlich weit geworden. Ja, okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Also du weißt, wo die Gebirge sind und dass die gefährlich sind. Die Ruinen auch keine gute Idee. Ja, gut. Das Elbenvolk hat da auch mal gelebt vor langer Zeit. Aber es ist alles schlimm geworden und düster. So wie Dol Guldur, wisst ihr, das war eigentlich auch mal eine Elbenfeste. Ich muss zugeben, ich würde es liebend gerne sehen, aber unser Auftrag ist wichtiger als mein Vergnügen und mein Interesse. Auf dem Rückweg westlich. Das wollt ihr nicht sehen, da wollt ihr nicht hin. Oh. Das ist ganz schlimm geworden. Und düster. Dann brauche ich wieder einen Trip. Wurf auf Reisen. Ja. Auf Triple von Lilly. Yes, I'm on it. W12 war eine 10 und, oh Gott, das war richtig schlecht. 16 habe ich, also genau den TN getroffen. 3-2. Mhm. Aber das reicht doch immerhin. Hast du irgendwelche Sechsen gewürfelt? Nee, ich habe 3-2 gewürfelt tatsächlich. Okay. Du hältst dich, wie empfohlen, eigentlich eher am Westrand. Und ihr reist den ersten Tag und habt das Gefühl, dass ihr einen recht guten Fortschritt macht. Dann wird das Wetter deutlich nebliger und zugezogen und es rauscht auch immer mal wieder Regen auf das Blätterdach herab, das allerdings so dicht ist, dass zu euch eher noch nur weiterer nebelhafter so Sprühregen heruntersickert nach einer Weile. Die ersten halbe Stunde oder so, nachdem ein Regenschauer beginnt, bleibt ihr generell trocken unter diesen verfilzten, ineinander verflochtenen Zweigen, wo ein Baum mehr oder weniger in den anderen übergeht. Und dann fängt es an, dass das Land riecht nach warmer, feuchter Erde, nach den Nadeln, die unter Bäumen liegen und unter euren Füßen ein weiches, federndes Bett bilden, die feucht werden. Es kommen unterschiedlichste andere Tierchen hervor, Regenwürmer kriechen aus dem Boden hervor. Und Beran hat einen Stein bei sich, bei dem man auch, wenn die Sonne hinter den Wolken verborgen ist, daran, wie das Licht sich bricht, erkennen kann, wo die Sonne stehen müsste. Und zu eurer Überraschung stellt ihr am ersten Tag, wenn
nach der letzten Sichtung fest, dass ihr nicht wirklich weiter nach Westen gekommen seid. Eher nach Nordosten von dem Ganzen, wie ihr das mit Karten und dergleichen abgleicht. Es ist ein Rätsel. Galaglas, es ist seltsam, aber ich glaube, wir haben uns verlaufen. Lass mich die Karte nochmal sehen, das kann doch nicht sein. Wer möchte ich denn bin ziemlich sicher. Das Ereignis auswürfeln? Ja. Das letzte hat uns Hasel beschert, das war ein sehr gutes. Dann würfel ich das jetzt aus. Schauen wir mal, was Jill uns... So, wieder das Gleiche? Ein W12 und ein W6, ja. Alles kannst du einen Kuchen erwürfeln? Ich habe das Gefühl, Jill hat noch irgendwo einen Kuchen in diesem Korb, den sie da stehen hat. Das ist eine 3 und eine 6. Ich hab Biscuits. Zumindest. Also 3 war auf dem D12 und 6 war auf dem W6. Gut. Dann ist es Beran, der beständig die Augen offen hält und versucht, vielleicht auch zu erkennen, was es mit eurer seltsamen Änderung der Marschroute zu tun hat, der als erstes darauf aufmerksam wird. Es ist Losung, der Kot von einem Tier. Und sind nicht die festen, kleinen, runden Kugeln, die meisten der Pflanzenfresser hier im Wald hinterlassen. Ob es die großen, dicken Kaninchen sind, die Radagast so sehr am Herzen liegen, oder die Rehe, die hier umherziehen. Sondern es stinkt intensiv, wird von einer ganzen Reihe an Fliegen umkreist, die surren, sich darauf niederlassen, aber bei jeder deiner Bewegung kurz aufschrecken. Und es ist ein bemerkenswert großer Haufen. Hier gibt es seltsame Tiere. Was meinst du? Könnt ihr das nicht zuordnen? Mal gucken, kann ich das? Bin ich ein Tierexperte? Höchstwahrscheinlich, oder? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du das kannst. Lass mich mal nachschauen, was wir da vielleicht am besten würfeln. Öffnen wir doch mal Beeren. Vielleicht Hunting? Hunting, ja. Ja? Würde ich tatsächlich. Da habe ich 2 Pünktchen, das heißt ein W12 und 2 Sechser, ne? Mhm. Das ist eine 7 plus eine 3 und eine 6 mit Tengwa-Zeichen. Also, insgesamt 16. Damit hast du es exakt geschafft. Und das Tengwa sagt auch, dass es noch einen guten Zusatzeffekt gibt. Mhm. Und du bist dir relativ sicher, dass das Kot eines Wolfs ist. Wolf. Und eines sehr großen vor allen Dingen auch. Nicht gut. Lasst uns woanders lang gehen. Wenn wir die Richtung noch finden. Ist mir nur noch schleierhaft, wie es passieren konnte, dass wir vom Weg abgekommen sind. Tut mir leid. Auch noch viel zu weit weg von Thranduils Hallen. Ich habe von Elfenzaubern gehört, die einen verwirren können. Aber das kann nicht sein. Wir sind noch viel zu weit weg. Am besten, wir gehen weiter nach Westen. Schlage ich vor, ihr habt den Stein immer griffbereit, dass ihr immer wieder überprüfen kann. Während du nach dem Stein greifst und anweisen willst, wie der Sonnenstand ist und in welche Richtung man gehen sollte, hört ihr über das leise Rauschen des Regens auf den Blättern ringsum und das Knistern und Knacken von Zweigen, die sich im Wind bewegen, fern, aber doch deutlich hörbar, ein leises Au. Also ich weiß ja nicht, wo Westen ist gerade, aber ich würde sagen, wir gehen einfach davon weg. Ja, das finde ich auch gut. Wir könnten auch wieder zurück nach Süden zur Straße gehen und dann nach Westen. Das ist vielleicht einfacher. Aber dann könnte das Gleiche erneut passieren, verdienen einen weiteren Tag. Aber wir haben noch gar keine Eile. Also außer, dass das vielleicht knapp wird mit dem Proviant. Aber sonst haben wir doch keine Eile. Das stimmt. Und so knapp sind wir mit Proviant nicht. Aber bitte? Wir haben noch genug Proviant, beruhigt euch. Also, jetzt. Naja. Lasst uns lieber losgehen. Man überlebt im Wald nicht, wenn man stehen bleibt und lange redet. Wir könnten auch, was wir auch machen könnten, ist in einen der Bäume zu krabbeln und mal zu gucken, was passiert. Aber, naja. Hauptsache weg von dem Geräusch. Hinterher kommen wir nicht mehr runter. Dann schlage ich vor, wir machen das mit der Straße und kehren nochmal zurück. Wenn es sein muss. Ich hätte dann gerne noch mal einen Wurf auf Reisen, als ihr versucht, euch zur Straße zurückzuorientieren.
Das sind Rechnen. Ich hasse Rechnen immer, so furchtbar. Das ist natürlich so schön. Oh, und ihr, während ihr euch umdreht und durch den prasselnden Regen weitermarschiert, könnt ihr euch alle tatsächlich notieren, dass ihr 2 weitere Punkte Erschöpfung bekommt. Mhm. Dein Wurf ist aber erfolgreich. Ja, es ist eine 18, aber ohne 6. Beim Reisen erneut. Das heißt, ihr marschiert wieder und versucht euch nach Süden zu halten. Und wenn es irgendwie möglich ist, nach Westen. Allerdings waren die Wolfgeräusche von euch gesehen aus auch im Westen. Aber nach 2 Tagen stellt ihr fest, dass ihr stattdessen nach Osten marschiert sein müsst. Ich kann mir das nicht erklären. Wir haben oft genug auf den Stein geguckt und auf die Karte. Wie kann das sein? Sag mal, Galaglas, ihr kommt aber aus einem Elbenwald, oder nicht? Ihr seid doch ein Elben. Vielleicht, was würde denn passieren, wenn wir nach Gebirge? Was würde denn? Aha, das würde es erklären. Jetzt sind wir tatsächlich näher am Gebirge. Vermutlich. Was ist denn, wenn wir nach Osten reisen? Vielleicht reisen wir dann nach Westen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber naja, vielleicht sollten wir auch erstmal in uns gehen und einen Tag rasten. Vielleicht hat uns das hier etwas verwirrt. Ist es immer noch am Regnen? Gerade ist es vor allen Dingen neblig. Der Regen hat nachgelassen, aber die Feuchtigkeit steigt beständig aus dem Waldboden auf. Es ist feucht, es riecht nicht unangenehm, es riecht nach Pilzen, die wachsen, und nach nassem Laub. Aber es ist auch schwer, wirklich etwas auszumachen. Nicht nur, weil der Wald so dicht ist, sondern weil jetzt auch noch Nebel zwischen den dicht stehenden Bäumen hängt. Ihr müsstet näher an den Bergen sein, aber es gibt nicht wirklich eine Chance auszumachen, ob das der Fall ist und wie nahe ihr dran seid. Aktuell ist der Boden noch einfach so uneben, rauf, runter, Höhlungen, wo große Bäume gestürzt sind, wieder über eine leichte Anhöhe, aber noch kein klarer Anstieg. Gibt es denn große Bäume, die über den Nebel hinausragen? Ziemlich sicher. Ihr seht zumindest große Bäume, die in den Nebel hineinragen. Wer kann denn gut klettern von uns? Das ist eine gute Frage. Ein Skill zumindest, wahrscheinlich am meisten Athletik. Athletik, ja. Nee. Damn it. Ja. Die Elben haben doch irgendwelche Bauhäuser. Und eine von euch hat ein Kletterseil, das ihr einen Vorteil hat. Oh, das stimmt, ja. Aber das könnte ich auch ausleihen, wenn jemand anders. Meine Verwandten aus Lothlorien. Sich mehr dazu bewillt fühlt, auf einen Baum zu klettern, das ist. Also, wenn es sein muss, aber eigentlich nutze ich das eher, um mal wo runterzukommen. Wir müssen auf jeden Fall einmal ausmachen, wo wir sind. Ich hoffe, wir dürfen zumindest eine Chance auszumachen, wie weit wir es noch zum Gebirge zum Beispiel hätten. Also. Noch eine wichtige Zwischenfrage. Haben wir weiterhin Wölfe in unserer Nähe? Ihr hört das immer mal wieder. Und du bist auch noch ein, zweimal wieder auf Wolfslosungen oder auf die Abdrücke riesiger Tatzen gestoßen. Okay. Also Gefahr ist nicht gebannt. Tja, irgendetwas schleicht immer noch um euch herum oder ist euch auf den Fersen. Oder reist zufällig in die gleiche Richtung oder ist in der gleichen Verwirrung gefangen wie ihr. Das könnt ihr nicht so klar sagen. Ich gehe da jedenfalls einen der Bäume hoch. Und ich würde dir mein Seil leihen. Sehr nett, danke schön. Mach einen Wurf auf Athletik und du darfst den W12 zweimal würfeln dank des Kletterseils. Cool. Das ist sehr praktisch gewesen. Der war nämlich vorher nicht so gut. Ich habe 9. Oh, das ist ganz schön gut. 21 und 2 Sechser. 21 und 2 Sechser. Was hat jetzt W12 gezeigt? 9. 9, gut. Ja, kein Problem. Du kletterst hoch, nutzt dabei das Seil, wirfst das dann immer mal wieder nach oben und schaffst es tatsächlich hoch hinaus und siehst dann über den Wipfel hinweg ziemlich nah die ersten Ausläufer des Gebirges. Und dort grau zwischen den Bäumen die halb weggenagten, zusammengebrochenen Mauern einer Ruine, eines Turmes oder einer alten Festung, die sich dort an den Hang schmiegt. Und davor eine Linie, die sich durch den Wald zieht und darauf hinweist, dass entweder dort ein breiter Weg läuft oder das Wasser. Schwer zu sagen. Eine Ruine, was kann da schon schief gehen? Gut, ich kletter wieder runter. Kann ich mir einigermaßen ausmachen, welche Windrichtung das ist, jetzt wo ich die Sonne auch mal wieder sehe? Das ist Richtung Osten. Okay.
Das hilft uns ja eh nicht bei der Orientierung. Ich kletter wieder runter. Tatsächlich sind wir doch recht nah am Gebirge. Und tatsächlich sind wir auch relativ nah an einer Baute. Das heißt, wir haben uns genau dem genähert, dem wir uns nicht nähern wollten. Und das wirkt mir ja fast schon, als wäre es Absicht. Denn ich bin mir auch sicher, ich kann mich nicht 4 Tage in Folge irren, in Kombination mit euch, Beran, in welche Richtung wir gehen. Absicht? Wie meinst du das? Du hast uns doch hier durchgeführt. Irgendein fauler Zauber. Der Düsterwald hat seine eigenen Gesetze. Das ist wohl wahr. Man muss sehr aufpassen im Düsterwald. Und ich vermute mal, dass wir... Erzählst du auch von dem Fluss und von dem Turm? Ah ja, klar, sorry. Ein Fluss ist immer gut. Dem kann man auf jeden Fall folgen. Da kann man sich nicht groß verlaufen. Also ich würde vorschlagen, da gibt es auch Fische. Dass die fantastisch. Immer schön die Motivation für die Hobbits nicht vergessen, damit die auch laufen. Das erhöht die Geschwindigkeit um 5 km/h. Ja, da gibt es Fische und wir können da sicherlich auch ein Lager aufschlagen. Und vielleicht können wir ja von diesem Turm, wenn er nicht verhext, verzaubert oder von Untoten, Geistern oder irgendwas Schlimmerem bewohnt wird. Mach den Hobbits bitte keine Angst. Naja, ich rede nur davon, wie es hier ist. Dann können wir vielleicht von dort aus einen guten Überblick bekommen. Wenn wir ihn erreichen. Wir müssen Richtung Osten. Eigentlich ist es nicht schlimm, weil so würden wir das Gebirge halt vielleicht im Osten. Dann kommen wir auch schneller zu Thranduil's Halls. Also das ist nicht so schlimm. Das Gebirge ist nur sehr gefährlich. Also sehr gefährlich. Was bedeutet denn sehr gefährlich? Was erwartet uns da denn? Das wissen wir nicht genau. Uns könnte viel erwarten. Aber das dann, was bedeutet, also irgendwas muss ja da sein, wenn es sehr gefährlich ist. Ja, die Legenden und Sagen erzählen von finsteren Geistern und Spukgestalten und dem Schatten, der hier überall zu spüren ist. Aber liebe Hobbit, es wird auch viel erzählt. Okay, wir sollten einfach weiter zum Fluss. Fluss finde ich gut. Es braucht ein bisschen Psychologie für die Hobbits. Fluss ist ja gut. Also wenn wieder Wolfsgeheul zu hören ist, dann würde ich sagen... Deutlich näher als die letzten paar Male. Mhm. Dann sollten wir jetzt schnell los und Tilly läuft auch voran, wo sie glaubt, dass der Fluss... Es wirkt fast so, als würde man es in diese Richtung treiben, meine ich noch zu Beren. Ja, und als würden wir in unser Verderben rennen, aber ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Tilly läuft vorne weg, dieser Rucksack. Tilly läuft nach Osten. Ich glaube, das sehr gut, dann lasse ich Tilly auch laufen. Mhm. Ich hole mal meinen Speer raus. Also. Ja. Ihr seid nicht lange unterwegs, aber ihr hört hinter euch immer wieder mal ein Krachen und ein Knirschen in den Büschen. Und einmal glaubt ihr sogar, dass das Keuchen von einer großen Kreatur zu hören, die da hechelt, während ihr lauft und lauft. Und dann seht ihr vor euch tatsächlich einen Wasserweg. Nicht allzu breit, es ist ein Waldflüsschen, mehr oder weniger, das sich da unter langen herabhängenden Trauerweidenzweigen entlang zieht. Und vermutlich ist es auch nicht so tief, dass es einem Hobbit über den Kopf spülen würde, wenn man versucht, es zu queren. Und auf der anderen Seite seht ihr eine einzelne Gestalt, die sich gerade niederneigt. Eine Hand mit lang ausgestreckten, eleganten Fingern streift durch das kühle Wasser dieses Flusses, fast als würde sie es liebkosen. Und mit dem anderen füllt die Person eine Flasche auf. Das Haar, das ist eine hochgewachsene Gestalt. Das Haar ist zusammengefasst, unter anderem zu 2 Zöpfen, die das Gesicht einen Rahmen und zu einem größeren Bündel, das im Nacken zusammengebunden ist und dann geflochten von dort herabhängt. Und ihr könnt auch ausmachen, dass mit dem schmalen und eleganten Gesicht und mit den wie Blättern geformten Ohren es sich nicht um eine Menschenperson handelt, sondern dass eine elbische Frau dort auf einem Knie sich am Ufer niedergelassen hat, wo Sand und Kiesel angespült wurden, und sich damit beschäftigt, ihr Wasserflasche wieder auszufüllen und offensichtlich euch noch nicht recht bemerkt hat. Ich tue meinen Bogen mal wieder zurück auf meinen Rücken und nicke der Gruppe zu und würde mich der Person weiter nähern, als der Rest mir folgt. Das muss eine Waldelbe sein. Das kommt uns doch sehr entgegen. Wir haben großes Glück, aber ich bleibe wie angedattert stehen. Halte mich an meinen Speer fest und gehe keinen Schritt vorwärts und bleib da, wo ich bin.
Wäre es euch genehm, wenn ich alleine gehe? Ja. Ich gucke über meine Schulter, wo das Hecheln und Wolfsgeheul herkam. Gerade ist es da still, für einen Moment zumindest. Die Elbe schaut jetzt auch auf und ihr seht, dass ihre Augen mit einem silbrig-grauen Film überzogen sind. Ihr könnt zwar noch die Iris ausmachen darin, aber die Farbe ist verblasst und nicht mehr so strahlend, wie es eigentlich bei Elbenaugen üblicherweise ist. Dennoch schaut sie fragend und dreht den Kopf hin und her und ruft dann herüber auf Sindarin zunächst. Wen höre ich da? Wer nähert sich? Ich antworte auch auf Sindarin. Megowan, Freundin, wir sind Reisende. Ach Gott, wir sind Gesandte des Herrn Radagast auf der Reise zu eurem Herrn Franduil. Und wir haben uns ein bisschen verlaufen. Mein Name ist Galaglas, aus der Elfen von Lindon. Und würde mich weiter nähern. Sie richtet sich langsam auf und hängt diese Flasche an ihren Gürtel. Ihre Kleidung ist, wie in der Regel von Waldelben, wenn sie auf der Reise ist, zwar sehr schön gearbeitet und auch fein verziert, aber schon dafür gedacht, dass man sich bewegen kann und nicht gehindert wird von langen Roben, wie manche es an einem Hof mal vielleicht tragen mögen. Und ihre Haare, wie gesagt, größtenteils zusammengeflochten, unter anderem in zwei Zöpfen, die vor ihren Ohren herabhängen und das schmale Gesicht einrahmen. Und jetzt lächelt sie, sagt aber auch ein bisschen traurig und sagt, ich fürchte, dass die Wege verworren sind, ist so beschlossen und soll auch so sein. Es tut mir leid, dass ihr euch dann verfangen habt in diesem Rätsel. Aber besten Absicht ist es, diese Herren Franduil. Ich winke auch meine Gruppe der einmal näher. Und sie legt den Kopf schief. Ihr seid nicht allein. Wen habt ihr bei euch, Galaglas, aus den grauen Anfurten? Mhm. Wenn es euch genehm ist, würde ich in der Gemeinsprache reden, damit meine Begleiter euch verstehen. Sicherlich. Sie wechselt auch in die Gemeinsprache, wenn auch mit einem leichten Singsang. Wir haben hier Bären aus dem Düsterwald, unser Führer, der uns auf diesem Auftrag begleitet. Und die beiden Hobbits heißen Tilly und Ruby Grub. Sehr couragierte Hobbits. Es tut mir leid, so weit seid ihr gereist, nur um jetzt hier an der Grenze gefangen zu sein. Gefangen? Es muss doch eine Möglichkeit geben, trotzdem vorzustoßen. Wir haben eine wichtige Botschaft dabei, die uns der Zauberer Radagast anvertraute. Wir müssen zu eurem König. Es ist eine wichtige Angelegenheit. Könnt ihr uns nicht passieren lassen? Ja. Ich könnte. Und dann klingt hinter euch wieder das Wolfsgeheul und sie horcht auch auf. So ihr doch wichtige Boten seid, ich würde euch gerne hindurchlassen. Herr Thranduil beschloss und befahl, dass die Grenzen seines Reiches gesichert sein sollen. Und so studierten wir und suchten. Es mag euch wenig Erklärung sein, aber Zauber wie die Herren Melian, sie einst in einem vergangenen Zeitalter um das Reich ihres Liebsten legte. Einen solchen wünschte er, und so haben wir das Wasser und den Wald verwoben, dass eure Wege nie dorthin führen, wo ihr gehen wollt, und niemals mehr zu Thranduils Hallen, so er es nicht wünscht. Ich bin Mel. Ich stehe in den Diensten des Königs der Waldelben. Aber ihr könnt den König informieren und ihn um Erlaubnis bitten, diesen Zauber für uns zu heben. Ich könnte euch hindurchlassen, aber nicht, solange diese Kreatur euch auf den Spuren ist. Mhm. Ein solches darf niemals eindringen durch diesen Zauber. Eine Kreatur, sagt ihr. Es ist ein Wolf meinen. Dennoch mehr. Streicht durch das Herz des Düsterwaldes. Es ist ein Geist, der von Wölfen Besitz ergreift. Tötet man einen Körper, so kehrt er dennoch wieder. Wie werden wir ihn los? Vielleicht sollten wir erstmal über den Fluss. Dann haben wir eine natürliche Barriere zwischen uns und dem Ungeheuer. Die einen Geist aufhält? Habt ihr einen Ort, der sicher ist, in dem wir in Ruhe sprechen können? Nein. Nein, den habe ich nicht. Der Düsterwald ist nicht sicher. Keine Zuflucht ist er mehr für euch Reisende. Kommt, Hobbits, wir durchqueren den Fluss. Also, ich helfe euch. Wie tief ist der Fluss denn?
Wie tief ist der Fluss denn so? Er ist tatsächlich nicht sehr tief. Für Hobbits vielleicht so hüfthoch tatsächlich, aber okay. Er ist kalt und fließt recht schnell. Das heißt, ihr seid schon froh, wenn Beran euch die Hand reicht und euch sichert gegen das abgeschwemmt werden. Oder sogar euch rüberträgt. Fischer, wie tief ist das Wasser? Mel wartet aber auf der anderen Seite und macht ein paar Schritte zurück, während sie weiter lauscht. Ihr sagtet... Ihr müsstet eure Spuren verwischen oder ihr müsstet diesen Wolf vertreiben. Töten gar, wenn es in eurer Macht liegt. Können wir nicht ganz schnell weiter zu eurem König reisen? Ich meine. Nein, ich werde euch nicht öffnen. Ich werde den Zauber nicht senken, um euch hindurchzulassen, so wichtig auch die Aufgabe ist, denn ich habe gelobt, dass auch ich nicht zurückkehre, so denn Gefahr mir auf den Fersen folgt und euch darf ich nicht hindurchlassen. Sonst folgt vielleicht der Wolf euch auf euren Spuren. Ist es denn ausreichend, den Körper des Wolfes zu beseitigen, dass wir durchreisen können, oder? Dann wird verwirrt der Geist erst einen neuen Körper suchen müssen. Und in dieser Zeit würde ich euch geleiten, so ist in mir. Gut. Dieser Wolf ist doch groß und also er ist doch mehr als ein Wolf anscheinend. Wie sollen wir den, also es ist doch wahrscheinlich leichter, wenn wir versuchen, unsere Spuren zu verwischen und dafür sorgen, dass er uns nicht mehr verfolgen kann. Dann müssen wir es doch einmal sehr weit von diesem Ort entfernen und dann sehr vorsichtig zurückreisen. Ihr kennt das Tier etwas besser, Mel. Oder ihr kennt den Geist etwas besser. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir ihn abschütteln können, ohne seinen Körper zu beseitigen? Galaglas. Können wir die Botschaft auch übergeben? Meinen Sie, ist eine eures Volkes? Das wurde mir von Herrn Radagast so nicht gesagt. Und wir bringen die Nachricht persönlich. Dafür wurden wir beauftragt. Auch wenn das nicht die Antwort ist, die ihr hören wolltet. Dann müssen wir gegen dieses Ungeheuer kämpfen. Vielleicht sollten wir uns dann irgendwohin zurückziehen, wo wir eine Falle stellen können. Genau. Und die Hobbits müssten wir in Sicherheit in die Bäume bringen. Dann könnten sie vielleicht von oben herab. Ich gucke sie mir mal an. Habt ihr irgendwas so wie Schleudern oder? Ja, ich habe einen Bogen dabei. Ja, da könnten sie von oben herabschießen. Ich habe tatsächlich ein Schwert und eine Axt. Also nichts, was ich gut werfen kann, glaube ich. Aber Axt. Wie wir finden. Die Axt, ich glaube das eher nicht, aber wir können ja auch einen Stein mit auf den Baum nehmen und den runterwerfen, wenn sich die Situation, die Gelegenheit ergibt oder so. Das auf der anderen Seite des Flusses bewegt sich was im Gebüsch. Als ihr eure Waffen keine Zeit. Durchsucht. Dann schiebt sich langsam eine pelzige Schnauze aus dem feuchten Gebüsch hervor. Die Lästen bereits zurückgezogen und ihr seht eine Reihe von spitzen, leicht schiefen und gelblichen Zähnen unter einer von einer Narbe gezeichneten schwarzen Nase. Gefolgt dann von intensiv starrenden, goldgelben Augen, als der Kopf eines riesigen, zottigen Wolfes langsam aus der Dunkelheit nach vorne kommt. Ich ziehe meinen Bogen und einen Pfeil und gehe auf jeden Fall auf Abstand, also hinter die anderen großen Leute. Ich husche direkt ins Gebüsch hinter irgendeinen Baum oder so und versuche, mich zu verstecken. Ich würde den Hobbits helfen, nahegelegene Bäume und niedere Äste zu erreichen, wenn sie das wollen. Haben wir nicht die Ruine im Rücken? Ja, die Ruine ist nur noch ein Stückchen weiter durch den Wald. Mel hebt währenddessen die Hand und Nebel steigt von dem Fluss auf und beginnt den Wolf wie durch einen Vorhang halb zu verbergen, während der schnuft und dann eine Pfote in Richtung Wasser setzt und kurz für einen Moment zurückschreckt. Mel dreht den Kopf nur halb zu euch. Sie schaut euch nicht an, aber ihre Augen scheinen auch generell nichts mehr zu sehen und sagt: Das Wasser ist mein Verbündeter und vielleicht wird er es einen Moment weich meiden. Ich werde mich zurückziehen müssen, verzeiht mir. Wir werden euch aufsuchen, wenn wir uns dem Biest angenommen haben. Ich nehme meinen Wurfspeer. So hoffe ich, dass wir uns wiedersehen.
Galaglas von den grauen Antworten, Beran aus dem Wald und Tilly und Ruby aus dem Auenland. Wo werden wir euch finden? Im Nebel. Damit weicht sie auch langsam zurück in den Nebel, den sie heraufbeschworen hat, hinein. Und innerhalb von wenigen Sekunden könnt ihr ihre Schritte nicht hören, während ihr auf der anderen Seite im Nebel eine dunkle Gestalt seht, die am Ufer auf- und ab marschiert und ihr hört, wie kleine Pflanzen unter ihren Pfoten brechen und Kiesel ins Wasser fallen, wo sie das Ufer lostritt. Und immer wieder ein und das Klackern von Zähnen, die aufeinander beißen. Ziehe auch meinen Bogen. Dieser Abstand, das, ich bleibe trotzdem auf Berens Höhe tatsächlich und ein bisschen nur zurück, dass die Hobbits noch genug Platz hinter uns haben. Und ja, macht euch bereit. Was sind das? Ich habe hier den Skill Enharten zum Beispiel. Das klingt so ein bisschen, ich könnte Leute ein bisschen anfeuern. Mhm. Oder wie ist das? Also damit kannst du zum Beispiel den Leuten helfen, Schattenpunkte loszuwerden oder ihnen einfach ein bisschen zu unterstützen. Das ist richtig, ja. Noch hat aber keine Schattenpunkte aufgebaut. Das kann sich allerdings ändern, wenn er jetzt gegen eine Kreatur der Finsternis kämpft. Schauen wir mal. Eine Kreatur der Finsternis, das ist schon spooky. Ein Wolf, der von dem Geist besessen ist. Ja, ich glaube, ich fühle mich wohl hier im Gebüsch versteckt. Gut. So. Keine Ahnung, ich glaube, dafür ist die Zeit nicht da. Dass, ja, zur Not ist ja gleich. Zur Not müssen wir vielleicht auch rennen. Ist besser. Vielleicht können wir auch noch Feuer benutzen. Fällt mir so ein. Ich glaube nicht, wir haben die Zeit, ein Feuer zu machen. Wenn, dann müssten wir jetzt schnell zur Ruine zurückziehen und die natürliche Deckung ausnutzen. Die ist zu weit weg. Dann bleiben wir und kämpfen wir. Hast Mut. Die Ruine ist nicht weit weg tatsächlich. Ach so. Also ist ein Sprint entfernt. Wenn ihr euch eilen würdet, könntet ihr sie recht schnell erreichen, ja. In unter einer halben Stunde auf jeden Fall. Ach so, also schon, aber schon ein bisschen. So, ein dass bisschen, wir ja. Noch hat der Wolf aber es nicht gewagt, den Fluss zu überqueren. Es kann ja sein, dass Mels Zauber ihn noch ein bisschen abhält und wir da in der Ruine, ich sag das mal als Charakter, ja, da haben wir vielleicht mehr Deckung, aber es können sich natürlich auch um verspukte und verzauberte Ruinen handeln. Ich denke, das Wagnis müssen wir eingehen. Wir haben nicht allzu viel Zeit zu entscheiden, aber... Ich reise nie wieder mit Elben. Ja. Na gut. Entschuldigung, wir haben jetzt ja Hobbits dabei, die jetzt nicht so capable sind in einem Fight. Gut. Wie ihr ich habe einen Bogen. Ich habe ein Schwert und ich kann mich verstecken. Busch, ja. Das werden wir nutzen, diese Talente. Wenn wir etwas mehr Zeit haben. Jawohl. Also rasch. Dann werden wir das wohl tun. Dann eilt ihr durch den Wald. Und es dauert tatsächlich eine Weile, bevor ihr euch hinter euch wieder das Wolfsgeheul hört. Und diesmal hat zumindest sich der Weg nicht verworren. Ihr haltet euch direkt nach Osten von dem Fluss aus, wo ihr auf Mel getroffen seid. Als dann der Wald zurückweicht und ihr auf einem felsigen Vorsprung der Hügel und Berge, die hier beginnen, eine halb zusammengefallene Festung ausmacht. Ein Tor, das zwar noch einen Bogen bildet, auf dem Moos und Farne wachsen, aber das Tor selbst ist zusammengebrochen. Und ihr seht auch mehrere Lücken in den großen Mauern und dahinter einen Innenhof, in dem ihr gestürzte Bäume sehen könnt und halb zusammengefallene Ruinen von Gebäuden, die dort entstanden. Und dahinter ein Turm, der sich erhebt. Was wollt ihr tun? Hinter euch hört ihr wieder das Heulen. Wir brauchen einen Engpass. Das Tor wäre ein Engpass oder eine von den anderen Lücken in der Mauer. Aber das Tor ist das, was man leicht erreichen kann. Dort führt tatsächlich etwas, was mal ein fester Weg war, hinauf. Die Bauweise verrät, dass es wohl einst ein Menschengebäude war. Irgendwann müssen hier die Waldmenschen einmal eine Festung gehabt haben. Oh, das ist gut. Recht einfache, aber die schon vor langer Zeit wohl gefallen und verlassen worden ist. Das ist keine verzauberte Elfenfestung. Ich glaube, hier sind wir relativ sicher. Rasch zum Tor und vielleicht ist der Turm auch noch eine Hilfe. Ich eile auf das Tor zu. Ich suche eine erhöhte Position hinter dem Tor. Ich nehme an, die Hobbits laufen auch mit. Die Gibt es so Mauerreste oder sowas, wo man draufsteigen kann? Ja, tatsächlich, die von innen, da gab es mal einen Wehrgang, der auch
zu Teilen noch da ist und da sind haufenweise einzelne Stapel von Steinen und dergleichen. Sobald ihr das Tor durchquert habt, seht ihr dann aber dort, wo der Wald aufhört, im Nebel diese Wolfsgestalt langsam wieder erscheinen. Die eilt sich gerade nicht, sondern sie scheint zu wittern. Ihr seht, wie die Ohren sich hin und her drehen und sie dann langsam Schritte vorwärts macht und die Luft prüft, während sie erstmal kurz innehält und diese Festung beobachtet. Die ihr drin seid, ihr könnt gerne alle mal eine Probe ablegen auf Awareness, auf eure Aufmerksamkeit. Ich habe da jetzt links kein Punkt. Nee, ich habe da schon was, aber. Also ihr würfelt immer ein W12. Immer, auch wenn man keinen Punkt da drin hat. Auch wenn ihr keinen Punkt drin habt. Ach so, immer okay. Ein W12 plus so viele W6, die Punkte rechts davon sind. Okay. Und wenn links ein Punkt steht, dürft ihr den W12 zweimal würfeln und das bessere Ergebnis nehmen. Alles klar. Und es ist immer gegen das, was oben steht, richtig? Genau, gegen die Zielnummer, die durch euer Attribut. Ich habe genau 18 und das ist auch mein TN und eine 6 dabei. Und sonst und die. Was zeigt der W12? Eine 9. Sehr gut. Ja, Kacke, ich habe eine 10 und da oben ist aber eine 17. Haha. Ja, du bemerkst nichts. Du suchst nach einem Stapel Steine und findest den auch. Und entdeckst nur, dass da irgendwie ein paar Knöchelchen drauf liegen, die du runterwischst. Das ist ein bisschen klebrig. Und dann kannst du dich da draufstellen, was auch immer du vorhattest. Ich bin beschäftigt. Keine Sorge. Also ich habe eine Gandalf-Rune auf dem 12er und noch eine Tengwa 6 plus eine 8. Also mindestens 14, 26. Das ist ein hervorragender Wurf. Lilly, wie sieht's bei dir aus? Ich habe eine 19, eine 18, sorry. Ich habe eine 8 auf dem W12 und eine Tengwa 6. Gut. Dann nehmen sowohl Tilly als auch Galaglas wahr, dass hier erstaunlich viele und sehr große Spinnennetze hängen von ihnen herunter. Nein! Ja. Und dass da teilweise sogar recht große Tiere, große Kaninchen und dergleichen eingesponnen und zu trockenen Umrissen zerfallen sind. Und Beran, unser erfahrener Waldmann, folgt den Linien von fein gesponnenen Warmfäden zu einem der großen gestürzten Bäume. Er war wohl irgendwann einstmals eine große, mächtige Eiche angepflanzt worden, die dann nach Jahrhunderten irgendwann vom Wind gestürzt wurde und der massive Teller ihrer Wurzeln, die sich aufgerichtet hat, hat eine Höhle gebildet. Und in diese Höhlung hinein führen all diese Fäden. Und du siehst auch noch rechtzeitig, dass Ruby, die gerade damit beschäftigt ist, hochzuklettern, kurz davor ist, einen von diesen Fäden, die im Nebel mit Pärchen von Tau markiert sind, entweder zu zerreißen oder zumindest dagegen zu stoßen. Halt, Ruby, stopp! Vor dir ist ein Spinnenfaden. Sehr gefährlich. Jetzt, wo du darauf aufmerksam gemacht wirst, siehst du auch, da ist ein dicker Seidenfaden, den du gerade beinahe mit deiner Schulter gestreift hättest, der an dir vorbei zu diesem Baum führt. Wo kommt das denn her? Und dann seht ihr alle Bewegungen aus der Höhlung. Zwei Beine, die sich vorschieben. Ich befürchte, unsere Falle ist eine Falle. Und mit dicken grauen Borsten bewachsen. Wie groß? Die Spinne, die da rauskommt, ist so groß wie ein wirklich stattliches Kaninchen. Oder wie ein kleines Schwein. Sie schleppt einen grau beborsteten, angeschwollenen Hinterleib hinter sich her. Und ihre vielen schwarzen Tupfenaugen spiegeln in dem Nebel nur so milchig-weiße Lichtpunkte wider, während ihre Cheliceren, ihre Beißwerkzeuge, sich leise hin und her bewegen. Also sieht das so aus, als ob diese Spinnennetze von dieser Spinne stammen könnten? Die wirkt ein bisschen klein dafür, so etwas Großes angelegt zu haben. Da sind bestimmt noch mehrere. Schnell weg hier! Ja, ich schlage vor, wir lassen den Bock nicht spinnen. Aber wohin jetzt? Wenn ihr rausschaut, seht, dass der Wolf sich langsam dem Pfad zum Tor hin nähert. Ja, aber es gibt doch noch mehr Durchbrüche in der Mauer, oder? Wir verstecken uns und vielleicht läuft der Wolf in die Spinnen. Ich weiß ja nicht. Ist da noch ein bisschen Platz zwischen der Burg
Und dem Wolf? Also wie weit? Noch weg? Ist ein bisschen Raum dazwischen. Der ist noch so 50 Meter von dem Tor entfernt und der geht nur langsam vorwärts. Dann scheint bei jedem Pfotensetzen zu überlegen. Dann würde ich vorschlagen, wir greifen den Wolf an. Besser als von zwei Seiten angegriffen zu werden. Ihr wollt rausstürmen, ja? Die Spinne also, kauert sich an den Boden und hebt drohend ihre beiden Vorderbeine, rückt aber nicht näher. Mhm. Und wir sehen also, der einzige Weg aus der Festung raus ist wieder durchs Tor, ja? Oder durch einen von den anderen Spalten, die in der Mauer sind, aber da müsstet ihr, bei zwei davon müsstet ihr an der Spinne recht nah vorbei und den dritte, da ist halt danach nur ein steiler Abhang. Das wäre eine ziemliche Kletteraufgabe. Hm. Wir haben ein Seil. Insane. Also so viel zu lange. Ich sehe uns nicht als die Kampftruppe. Von daher wäre es wahrscheinlich das Klügste im Düsterwald. Wo eine Spinne ist, sind mehrere. Mhm. Ich bin nicht sehr stark im Kampf. Lasst uns lieber von hier verschwinden. Den einen oder anderen Weg. Tatsächlich wirkt die Spinne für dich mit deinen geübten Augen relativ jung. Ja, ja. Bestimmt noch mehr. Mhm. Wo ist die Mama? Wenn du so ein paar Schritte machst, siehst du auch, dass in dieser Höhlung eine ganze Reihe Eier liegen. Aber wirklich, was hältst du denn davon, wenn wir das hinbekommen, dass der Wolf hier reinläuft, dann werden die sich doch auch nicht sonderlich gut vertragen und dann löst sich unser Problem vielleicht von selbst, wenn also so eine Wolfspinne reinschleichen, irgendwo hoch verstecken, den Wolf reinlaufen lassen, Spinne gegen Wolf kämpfen lassen. Das scheint eigentlich. Genau. Aber tja, keine Ahnung. Liegt doch die Gefahr, dass wir eingesperrt werden. Kann man da noch irgendwo hochklettern? Da war so ein Turm, ne? Ja, da müsst ihr relativ nah an der Spinne vorbei. Aber ihr könnt zu dem Turm eilen. Aber der Ausgang mit dem Abstieg nach unten, der ist nicht so spinnennah, ne? Der ist nicht so spinnennah. Oder den anderen Ausgang an der Spinne vorbei. Moment mal, noch eine Frage. Der Turm, führen da auch viele Spinnenfäden hin? Der scheint relativ, also da führen ein, zwei hin, aber nicht so viele, nein. Da wurde nur ein Geist drin, keine Sorge, Leute, das wird nur besser. Aber dann sitzen wir doch fest im Turm, da kommen wir doch nicht mehr raus, ja, oder? Das ist so gefährlich. Ich würde hier halt weg wollen. Also, ich glaube, Beran ist entweder für den Turm oder sich an der Klippe abseilen. Ich bin entweder für an der Klippe abseilen oder nah an der Spinne vorbei, wo man sich nicht abseilen muss. Ich bin für abseilen. Ich möchte die Spinne nicht provozieren. Ich bin für nah an der Spinne vorbei und wir sind einfach ganz vorsichtig. Ja, also wäre ich auch eher für. Und ich würde Pfeil und Bogen die ganze Zeit auf sie gerichtet haben und wir halten sie die ganze Zeit im Auge und rennen dann durch diesen Spalt. Wir müssen jetzt entscheiden, wir gehen den Weg, den die Hobbits möchten, bevor der Abstieg sie uns nimmt. Okay, ich bleibe bei euch. Ja. Also, wo eilen die Hobbits hin, wenn der Wolf sich langsam aber sicher dem Tor nähert? An diesen Spalt, der näher an der Spinne ist, wo man sich aber nicht abseilen muss. Mhm. Und ich achte auf Fäden, die ich ja ganz gut gesehen habe. Ja, und du stellst auch fest, dass eine ganze Reihe Fäden sich bündeln und dann zu dem Spalt, wo man sich hätte abseilen müssen, führen. Ah. Fast so, als du erkennst das auch. Das sind Leinen, die diese Spinnen legen. Und wenn etwas sie berührt, bleibt man zwar nicht dran kleben, aber die Vibration warnt sie. Also es wirkt fast so, als hätten sie dort einen Strang ausgelegt, um etwas zu warnen oder vor etwas gewarnt zu werden. Könntet, ich glaube, ich lehne mich zu Ruby rüber. Du könntest da mit einem Pfeil drauf schießen, dann gehen sie nach dort, weil sie dort was spüren und nicht hier. Nein, die Spinne hat Augen. Lieber nicht, lass uns einfach durch. Die sehen uns, also das wird ja, aber dann, okay, falls aber sie uns sehen. Aber dann kommt das Große, wahrscheinlich angelockt. Wir möchten kein Netz berühren, nie. Lieber nicht. Ihr wollt auf keinen Fall das Netz berühren. Ich dachte, du hattest das Netz schon berührt. Nein. Nee. Es ist gerade eben kurz vorher gewarnt worden. Ah, okay. Ich hatte das falsch mitbekommen. Das wäre dann ein Wurf, wenn ihr wirklich da durch wollt, ohne die Netze zu berühren. Ist das ein Wurf auf Heimlichkeit, auf Stealth? Müssen alle jeweils machen oder wie funktioniert das? Ja. Okay. Nice. Ja, oder die andere Wahl ist, die eine Person, die am schlechtesten ist, legt den Wurf ab. Und wenn der das gelingt, gilt das für alle. Also ich habe 3 Punkte in Stealth, ich bin da nicht so schlecht drin.
Ich habe drei Punkte und einen, also vier, also drei und das Link. Ich habe nur einen. Ja, ich weiß nicht, ob wir. Ja, oder alle. Ich weiß nicht. Berans Weg, ne? Also, es ist euer Weg. Wir machen alle. Dann können wir mehrere in die Schuld geben hinterher. Ja, ja, würde ich auch sagen. Warte, wenn ich da links den Punkt habe, darf ich 2 W12 würfeln und den besseren nehmen, richtig? Ja. Mhm. Ich habe es aber auch nicht geschafft. Ich bin einen Punkt drunter. Ich habe 18 und eine fancy 6 und eine 6 auf dem. Sehr gut. Dir gelingt das also problemlos. Ich habe 18 Tilly ohne besonderes, sorry. Ja, Tilly duckt sich und wieselt zwischen diesen Seidensträngen einfach hindurch, mühelos, springt über einen drüber, duckt sich unter einem weg, tänzelt um einen drumherum, so als würde sie das jeden Tag machen und wird von der Spinne auch ignoriert, als sie auf den Riss in der Mauer zuhält. Lilly, du hattest gerade schon angesetzt. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe eine 18 ohne irgendwas Besonderes. Ja. Aber dennoch, du bist immer noch eine Elbe. Das heißt, es sieht zumindest elegant aus, wie du dich dahin durcharbeitest. Wie schaut es denn bei Rubia aus und bei Beran? Bin ein Punkt runter, nicht geschafft. Und Beran? Bei 16. Eine 16? Das ist ja gerade eben. Nein, das ist sogar ein bisschen besser als gerade eben geschafft. Das ist sogar besser, ja. Ja, das heißt, du arbeitest dich da auch relativ gut durch und dann hört ihr hinter euch ein. Als einer von den großen haarigen Füßen von Ruby an einer dieser Leinen festhängen bleibt. Und es gibt so ein Geräusch, als hätte man eine sehr, sehr große Harfensaite angeschlagen. Dün. Ups. Und die zwar noch recht kleine Spinne, aber dennoch für eine Spinne unnatürlich große, springt vorwärts. Was wollt ihr tun? Laufen. Laufen? Ich habe Pfeil und Bogen die ganze Zeit dabei, aber erstmal laufen. Erstmal laufen. Dann schauen wir mal, ob er von ihr wegkommt. Und das ist jetzt ein Wurf auf Athletik. Nein, die Spinne hinter euch her springt. Ihre Fangbeine hochgehoben. Hat sie uns natürlich alle wahrscheinlich gesehen? Oder nur sehen kann sie euch ohnehin alle, aber sie ist tatsächlich von Ruby jetzt quasi gereizt worden. Okay, ja, Athletik. Was macht man, wenn man gar keinen Punkt hat? Dann würfelt man nur den W12. Ach so, okay, ja klar. Ja, okay. Eine 12? Beran schnappt nee, ernsthaft? Außer du, ich reich halt trotzdem nicht. Ja, ja, aber das ist ja die Gandalf-Rune, damit schaffst du es. Egal, was sonst passiert. Mega. Ja. Das heißt, Ruby wirft sich vorwärts. Sie muss jetzt nicht mehr darauf achten, ob sie irgendetwas berührt. Das heißt, es gibt noch weitere Dum-Dum-Dum-Geräusche. Aber sie sprintet vor der Spinne weg und krabbelt die Reste dieser Mauer hoch in den Spalt hinein. Wie sieht's beim Rest aus? Ich habe genau 15 oder Besonderes. Ich hatte eben auch nur 12. Das war du bist so gut geschlichen. So gut geschlichen. Ja, und jetzt sprintest du gut. Ja. Obwohl ich es eigentlich nicht Amazing. Kann, aber... Wie ist es mit Beran? Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt rennen würde. Mhm. Ich glaube, ich würde eher den Rückzug decken. Also wenn die Hobbits an mir vorbeipesen, wenn ich das richtig sehe, dass die da so lang laufen, würde ich wieder meinen Speer nehmen. Galaglas hat ja auch einen Bogen, ne? Ja, genau. Also ich drehe mich auch um, als ich durchs Gebölk bin. Und dann laufe ich ein paar Schritte, bis ich da zu dieser Spalte komme und versperre die. Gut. Und stell mich der Spinne entgegen und sobald die angesprungen kommen, kriegt die meinen Speer ab. Dann ist jetzt die Frage, in welche Haltung du gehen willst. Bei The One Ring gibt es nämlich nicht einen Bodenplan, wo wir genau sagen, hier ist diese Person, da ist jene Person. Aber ihr könnt unterschiedliche Haltungen im Kampf einnehmen. Und mit dem Speer musst du natürlich eine Nahkampfhaltung eingehen. Also ja. Es gibt drei Nahkampfhaltungen und eine, die für den Fernkampf möglich ist. Beziehungsweise man kann nur Fernkampf machen, wenn diese Haltung in der Lage ist. Aber dafür, dass die Fernkampfhaltung eingegangen werden muss, müssen Leute im Nahkampf sein. Ansonsten hast du da keine Wahl. Dann werden Leute in den Nahkampf mit dir kommen. Also deswegen gehe ich in den Nahkampf, damit die anderen die Fernkampfhaltung einnehmen können. Gut. Und möchtest du aggressiv vorgehen? Möchtest du das ausgeglichen halten oder möchtest du defensiv kämpfen?
Definitiv defensiv, weil ich möchte ja die anderen beschützen und ich bin doch irgendwie ein Warden oder sowas. Also ich glaube, das ist so meine natürliche Haltung. Wenn die angesprungen kommt. Ist der Spalt denn groß genug, dass wir überhaupt das Tier sehen könnten, ohne Bären in den Rücken zu schießen? Okay. Ja. Also zumindest, ihr könnt euch da so ein bisschen reinstapeln. Die beiden Hobbits können sich ja in kleinere Risse oder sowas hineinducken. Und du bist recht groß. Das heißt, du kannst tatsächlich über Bären noch drüber hinwegschauen. Gut. Ich habe hier noch eine Notiz, ein Grievous Bär. Ja, das habe ich schon reingerechnet. Oh. Der macht mir Schaden. Sehr schön. Als ein normaler Speer. Alle Charaktere starten nämlich mit einer Verbesserung ihrer Ausrüstung und mit einem besonderen Talent. Und wenn man die Charaktere weiterentwickelt, dann können sich da auch noch mehr Sachen hinzufügen an Belohnungen. Gut. Das heißt, du bist derjenige, der direkt nach vorne geht. Was machen unsere beiden Hobbits? Ich gehe davon aus, weil Lili schon gefragt hat, dass Galaglas mit dem Bogen bereitsteht, um zu schießen. Ich würde schauen, ob ich irgendwie eine Gelegenheit habe, da sozusagen nochmal drumherum zu laufen oder so und von der Seite zu kommen, weil ich kann ja nicht, ich habe nichts für den Fernkampf. Also ob ich irgendwie eine Gelegenheit habe, dann wenn die beiden im Nahkampf sind, dann von der Seite die Spinne nochmal zu überraschen. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Und ich würde sagen, mit einem Wurf auf Stealth könntest du dich da auch in eine vorteilhafte Situation bringen, ohne dass die Spinne dich bemerkt. Jetzt direkt? Ja. Okay, alles klar. Das ist eine, rechnen ist schwierig, eine 20 ohne irgendwas Besonderes. Das ist hervorragend. Also ja. Ich meine, es ist sehr gut. Hervorragend wäre es jetzt noch mit besonderen Ergebnissen. Aber ja, Tilly greift zu ihren Waffen und huscht dann seitlich davon. Und ihr verliert sie tatsächlich auch kurz aus dem Blick, bevor sie fast schräg hinter der Spinne wieder auftaucht und sich bereit macht. Ja. Backstab Attack. Dann. Mit einer Ballista, bitte. Mit einer Ballista. Ich also, den jetzt zum Einsatz bringen. Wenn damit sind die Bedingungen erfüllt, also wenn Tilly und Beran in den Nahkampf mit der Spinne gehen, kann zumindest eine Person in den Fernkampf gehen. Was ihr aber auch immer machen könnt, ist tatsächlich andere Aktionen anwenden, je nachdem, in welche Stance ihr geht. Zum Beispiel Leute ermutigen oder besondere Manöver ausführen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir euch sozusagen zusammenpaaren. Und das Hauptduo quasi, das jetzt im Kampf liegt, ist Beran mit seinem Speer gegen die Spinne, die gegen ihn anspringt. Und Beran, du sagst ja, wie war das? Passiv oder ausgeglichen hattest du gewählt? Nee, natürliche Haltung ist immer defensiv bei Beran. Defensive Haltung. Er versucht ja auch, den Schaden wegzuhalten von seinen Gefährten, die er nicht als sehr kampftüchtig einstellt. Du hast nämlich dann tatsächlich auch die Sonderoption, deine Begleitung zu beschützen. Ja. Tatsächlich. Ja. Also jedenfalls die Hobbits. Wow, racism much. Also die Noldor-Elbe, die halte ich für kampffähig. Die macht ja einen sehr... Durchaus. Ne? Die sieht ja nicht so aus, als wäre sie aus Zucker. Nee. Wobei den Halblingen denkt er sich, ne, die sind vielleicht nicht ganz so stark, kennt er auch nicht so gut. Genau, nicht, dass diese Spinne da noch an ihm vorbeispringt und dann Tilly oder Ubi frisst. Genau. Die Würfe beim Angreifen funktionieren genauso wie die Skillwürfe. Du hast dann W12 plus so viele Würfel, wie du daneben stehen hast. Weil du defensiv kämpfst, musst du aber einen Würfel abziehen von den W6. Dafür alle, die gegen dich kämpfen, ziehen auch einen Würfel ab. Okay, also ich hätte jetzt eine 8 gewürfelt auf dem W12, eine 6 mit Tengwarune, sind 14 und eine 3, die würde ich jetzt wegnehmen, ne?
Also du würfelst einfach direkt einen Würfel weniger, aber wir können es gerne so machen. Das sind insgesamt 14. Was ist denn dein Stärke-Zielwert? 16. Damit ist das tatsächlich nicht gelungen. Das heißt, du stößt mit dem Speer vor und stocherst mehr oder weniger in Richtung der Spinne, aber kannst da keinen großen, also vielleicht hältst du sie ein bisschen auf Abstand, sie springt hin und her, aber danach ist sie tatsächlich versucht und sie springt vorwärts, sie kriegt dabei auch einen Abzug, weil du natürlich mit dem Speer versuchst, sie auf Distanz zu halten. Und was sie treffen muss mit einem W12, und einem W6 in diesem Fall, ist dein Paradewert, der eine 16 ist, wie ich sehe, auf deinem Charakterbogen. Und auch sie tatsächlich hat keinen Erfolg. Das heißt, bei den beiden hat sich jetzt gerade so ein bisschen eine passive Situation herausgebildet. Er hält sie mit dem Speer auf Abstand, sie springt vor, weicht wieder zurück und kommt aber nicht nah genug heran. Und dann wäre jetzt zum Beispiel eine Gelegenheit für Tilly, die geschickt sich in Position gebracht hat, zuzuschlagen. Muss ich mich jetzt auch für so eine Stance entscheiden? Mhm. Und ich schätze mal, eine offensive Stance gibt mir einen D6 mehr. Das hast du richtig eingeschätzt. Ja, das war klug. Das war logisch. Weil dann mache ich das, damit ich auch eine realistische Chance habe, da was zu treffen. Mhm. Und ja, genau. Ich glaube, Tilly kommt dann so von der Seite und plötzlich macht sie einen Sprung nach vorne und versucht, mit ihrem Schwert nach der Spinne zu stechen. Gut. Dann genauso deine Würfel plus 1. Das, meine Würfel plus 1. Noch ein Würfel dazu. Ach so. Ja, ja, ach so, genau. Das sind 25. Und mein Wert ist 18. Was zeigt dein W12? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Und generell nichts Besonderes. Es sind 3 Fünfen und eine 10. Die 10 auf dem W12 ist in diesem Fall tatsächlich was Besonderes. Ah, okay. Das heißt nämlich tatsächlich, dass du einen durchdringenden Schlag gesetzt hast. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass das auch etwas Interessantes. Ah, okay. Ja. Tatsächlich muss jetzt die Spinne versuchen, einer Wunde zu widerstehen. Was hat denn deine Waffe dafür einen Wert? Es gibt da bei allen Waffen einen Injury-Wert. Genau, da steht Damage 3 und Injury 16. 15, und den hat sie genau um einen Punkt verpasst. Das heißt, du fügst mit einem sauberen Stich dieser Spinne eine Wunde zu und einfache Gegner sterben mit einer Wunde sofort, beziehungsweise sind aus dem Kampf genommen. Also während Beran die Spinne auf Abstand hält, schleicht sich Tilly an, wirft sich dann vorwärts und hast du dein Kurzschwert benutzt? Ja, genau. Sticht mit dem Kurzschwert seitlich hinter den Beinen in den Leib der Spinne. Es quillt etwas Widerliches hervor und es stinkt ganz furchtbar nach Sumpf und in der Reihen. Es ist ekelhaft und für eine Sekunde hast du vielleicht sogar deinen Appetit verloren. Aber dann rollt sich die Spinne zusammen und ihre Beine krümmen sich, wenn sie zur Seite kippt und danach regt Killi, sie sich Molla, mehr. Killi. Und für einen Moment könnt ihr durchatmen. Und dann hört jetzt gleichzeitig zwei Dinge, nämlich draußen ein des Wolfs und etwas, was klingt wie ein, fast wie ein Akkord, der auf einer Harfe gespielt wird. Dann. Als sich dieser Strang von mehreren Seidenfäden, die zusammengeflochten sind, die durch den Eingang, den ihr zwischendurch überlegt hattet, ob ihr den rausnehmen wollt, führen, spannt, als würde auf einmal ein großes Gewicht dranhängen. Nichts weg. Ja, wir kriegen noch mehr Besuch. Also durch die Spalte der Mauer irgendwo geht's da weiter? Ja, dahinter geht's weiter, aber als du kletterst und dich umschaust, siehst du, dass der Wolf innegehalten hat und zögert, die Burg zu betreten und stattdessen in eure Richtung linst, also da so in Richtung um die Mauer herum, wo ihr gerade rausklettert, die Nüstern geweitet. Es sieht aus, als würde er jetzt die Burg nicht betreten, sondern könnte regelrecht erahnen, dass er im Moment versucht, aus ihr rauszuentkommen. Ach so, und er würde dann außenrum praktisch. Ja. Ich dann müssen wir wieder zurück rein und dafür sorgen. Also, mir scheint er sofort Angst vor etwas, was in dieser Festung ist. Ja, ich weiß nicht, aber ob er scheint unentschlossen. Er tappt hin und her, stampft mit den Pfoten auf, wirft den Kopf hin und her und knurrt regelmäßig, während er den Eingang beäugt. Offensichtlich so kurz davor hineinzustürmen, aber noch nicht gänzlich überzeugt. Okay,
Kann ich Folgendes tun? Kann ich einen Stein vom Boden aufsammeln und nach dem Wolf werfen? Ja, natürlich kannst du das. Wir haben auch noch zwei Bogenschützen, die könnten auch. Ja. Das, aber ich will ihn ja nur provozieren gerade, dass ja, er in die... Pfeil im Pelz provoziert nicht mehr. Ich wollte es nur sagen, weil wir... Ja. Du kannst das gerne auch in der Runde. Ich mach das auf jeden Fall. Ich sag das gar nicht, dass ich das vorhabe. Ich mach das einfach. Darum geht's mir. Hobbits sind ja gute Steinewerfer. Sehr schön. Und endlich. Dafür gibt es halt keine wirkliche Kampffähigkeit. Aber ich würde sagen, du kannst mal einen Wurf auf Athletik ablegen. Um zu schauen, wie weit du diesen Stein schmeißen kannst. Das ist eine 10. Insgesamt eine 10. Es ist nur, ich habe nur der W12. Hilfst du mich? Nein, der Stein fliegt schon über euch hinweg. Ja. Und landet dann im Burghof, wo er klappert. Der Wolf richtet die Ohren auf und knurrt wieder tief in der Kehle. Es ist wie ein Rumpeln, das er fast eher durch den Boden spürt, als dass ihr es hört. Okay, ich sehe, dass Tilly den bewerfen wollte. Der wird doch aufmerksam, einfach, der Wolf. Ich schieße meinen Pfeil ab. Auf den Wolf? Mhm. Gut. Was macht Galaglas? Ich wollte gucken, kann ich von dem Durchgang auch auf die Mauer draufklettern? Ja, kannst du. Ja, weil ich möchte in die Burg locken, nicht neben die Burg. Ich habe was Gutes gewürfelt. Ich habe eine 12 mit dem W12, eine 6 und eine 5. Das ist wirklich hervorragend. Das heißt, du hebst deinen kleinen, für Hobbit-Hände gedachten Bogen, der aber durch seine geschwungene Form doch überraschend große Kraft auf den Pfeil überträgt, und mit einem Swip und dem leisen Tung von der Sehne schnellt der Pfeil auf den Wolf zu und trifft ihn in die Wange. Sofort färbt sich das Fell dort rot und er heult auf und ihr hört, wie er, als er das Maul schließt, den Pfeil, der in seinen Mundraum hineingedrungen ist, zerbeißt mit einem Knirschen. Oha. Und dann erneut aufheult. Blut läuft ihm auch vorne zwischen den Zähnen aus dem Maul. Er schüttelt den Kopf, duckt sich, knurrt und fängt an, sich in Richtung der Tür in Bewegung zu setzen. Galaglas, du wolltest hochklettern, richtig? Ja. Dann kletter ich hoch und schieße auch nochmal auf den Wolf, damit er reinkommen möchte auf jeden Fall. Der einfach umfällt. Der Mauer und geht mal kurz pinkeln. Gut. Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Du hast deinen Check vergessen. Du musst noch würfeln, Meran. Frech. Ich gebe dir daneben. Sorry. Du würfelst auf jeden Fall mal kurz darauf, dass du da hochkletterst. Das ist einmal eine Athletik. Mhm. Da habe ich 18 und nichts Besonderes. 10, 5, 3. Ja, aber das ist dann ja trotzdem gelungen. Das heißt, du schwingst dich da hoch, behende, nimmst dann den Bogen in die Hände und schiebst ebenfalls auf dem Wolf und folgst dem Beispiel von Ruby, die vielleicht sogar selber ein bisschen überrascht ist darüber, wie gut das gelungen ist. Ui, Stunden auf dem Festplatz, ja, beim Schießen auf irgendwelche bunten, bemalten Holzfigürchen, um irgendwelche Preise zu bekommen. Es hat sich gelohnt. Wie sieht es bei Galaglas aus? Eine 22 und mein W12 ist ein 12. Ihr seid, was habt ihr für ein Glück? Ja. Ich weiß nicht. Dein Pfeil rammt sich mehr oder weniger exakt neben den von Ruby, so als hättet ihr euch abgesprochen und wurde genau darauf gezielt. Und der Wolf heult jetzt sehr schrill auf, ist ein fast schon menschlich klingendes Geräusch. Und als er das Maul öffnet, siehst du, dass du Zunge mit durchbohrt hast und in seinem Maul fest gepinnt. Damit ist jetzt jegliche Zurückhaltung gebrochen. Den Kopf gesenkt und sichtlich darauf erpicht, die Viecher, die ihm solche Schmerzen zugefügt haben, dafür auch zur Verantwortung zu ziehen, stürmt der Wolf vorwärts mit großen Sprüngen und zerreißt dabei einen von diesen silbrigen Fäden nach dem anderen mit dem lauten Ding, Ding, Pling. Und dann seht ihr hinter ihm in dieser Lücke ein Bein auftauchen. Das aussieht, als würde dort ein dünner Baum sich heben und dann langsam tastend in diesen Burghof hineingreifen. So groß, dass ihr tatsächlich die feinen Krallen, die ihr bei echten Spinnen niemals ohne ein Vergrößerungsglas zu sehen ausmachen könntet, fast handgroß seht, die sich strecken und dann versuchen, einen Halt zu bekommen. Und dann erscheint ein so großes, schwarzes Auge in dem Durchlass der Mauer. Eine Spinne, die so groß ist wie ein Ochsengespann, zieht sich langsam dort den Hang hoch, von euch aufmerksam gemacht, während der Wolf durch den Innenhof stürmt.
Das ist auch das, was Beran sieht, nachdem er kurz abgelenkt war, vielleicht für eine Sekunde. Der Wolf, zweimal hervorragend durch Pfeile getroffen und verletzt, stürmt aber vorwärts, heulend und sabbernd, blutig sabbernd, weil die Pfeile auch seine Zunge durchbohrt haben. Und noch in dem Burghof ist Tilly, die eben, beziehungsweise nein, du bist ja auch in den Ausgang reingeklettert, nachdem du die Spinne ermordet hast. Mhm. Ach, ermordet ist das falsche Wort. Tapfer erlegt, von hinten aber. Ach, es war schon am Morgen. Oh, ja. sie hat uns ja noch nicht mal was getan, so wirklich. Wir befinden uns immer noch bei diesem Mauer. Ihr befindet euch immer noch. Galaglas ist tatsächlich rechts von dir ein Stückchen hochgeklettert, um von oben einen besseren Schuss auf den Wolf abgeben zu können. Und du siehst, dass da eine grau und schwarz gestreifte und behaarte Spinne, die mit Morast und Wasser überzogen ist, sich jetzt hochstemmt und in den Burghof hineintastet. Wir sind des Todes. Wir sollten gehen. Ich würde rennen vorschlagen. Lieber rennen. Mhm. Verheddert sich der Wolf nicht da irgendwie? Er reißt einen von diesen Fäden nach dem anderen durch, ja. Aber tatsächlich die Spinne, die, und das seht ihr auch mit ihren Palpen, mit diesen Beißwerkzeugen, die Fäden gefasst hält, dreht ihren riesigen Kopf, naja, also so groß wie ein ordentlicher Hund ist der Kopf, in die Richtung des Wolfes, als er einen Faden nach dem anderen reißt und sie damit alarmiert. Der Kopf ist so groß wie ein Hund? Wie ein feister Hund, ja. Oder wie der Kopf eines Hundes? Nein, wie ein Hund. Oh, okay. Froggy oder Irish Bulldog? Schäferhund-Mischling? Also kann ich. Ich schwinge mich von der Mauer herunter und ziehe Ruby am Stäbchen mit mir aus der Mauer. Kann ich noch mit einem Speerwurf auf den Wolf? Tilly. Ja. Ja. Du kannst gerne deinen Speer noch auf den Wolf werfen, wenn du bereit bist, ihn danach nicht mehr zu haben, schlicht und einfach. Naja. Du musst genau die Pfeile treffen, sonst ist peinlich. Kann ich da so einen aggressiven Wurf drauf machen und noch einen W6 dazu kriegen? Gut, du kannst gerne noch einmal die Stance ändern. Okay. Das ist zwar eigentlich eine Nahkampfstance, aber ich erlaube es. Na gut. Du machst also riskant einen Schritt nach vorne. Wenn du den Wolf nicht treffen solltest, wird er dich noch erwischen. Ja, das wird wohl passieren. Goodbye, Baron. Also ich treffe nur 11 insgesamt. 10, 11. Und ich habe aber Stärke. Ich muss eine 14 und eine 16 würfeln? Nee, eine 16, ne? Eine 16. Was du machen kannst, ist einen Punkt Hoffnung ausgeben. Dafür darfst du noch einen W6 zusätzlich würfeln. Ja, lasst fahren, alle Hoffnung. Wo ist Hoffnung? Hoffnung ist bei Herz, unten rechts daneben. Ah, ja. Oh, da habe ich 14, ne? Ja, dann hätte ich es gerade so geschafft. Dann hättest du es gerade so geschafft. Du hast eine W6 noch dazu gewürfelt. Ja, ja. Der Speer trifft den Wolf nicht so sauber genau an die gleiche Stelle, aber seitlich an der Brust und bringt ihn ausreichend zum Stolpern, dadurch, dass du ihm noch einmal ordentlich Schaden mitgibst, dass er für einen Moment ihm die Pfote wegbricht, er rutscht und dann langsam erst wieder hochkommt, sich schüttelt und dann scheinbar erst bemerkt, dass er in einer ganzen Reihe von Spinnenfäden gefangen ist. Okay. Es kommen auch immer mehr von kleinen Spinnen jetzt aus dieser Höhlung unter dem gestürzten Baum hervorgekrabbelt. Einige von ihnen tragen diese großen, sumpfig wirkenden, schmierigen Eier tatsächlich in ihren Beißwerkzeugen. Und jetzt endgültig ruckt die gigantische Spinne vorwärts. Sie hat einige Mühe, ihren aufgedunsenen Hinterleib hochzuzerren und durch diesen Mauerspalt. Aber da hängt sie jetzt mit ihrem Vorderleib und ihren mehrere Schritt langen Beinen und tastet nach dem Wolf. Und was tut ihr? Weg, 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 weg! Wir rennen auf jeden Fall. Weg, so schnell wie es geht. Beran lässt seinen Speer da. Ja. Und die Eile drunter. Und das Letzte, was ihr hört, ist das Aufheulen des Wolfes und ein widerlich saftig klingendes Knacken und Knirschen. Mmh, yummy. Zumindest satt wird sie jetzt sein. Macht ja keine gute Idee, die alten Festungen. Hat doch funktioniert. Ihr seht noch kurz schwarze Spinnenbeine an den Mauern entlang tasten, aber die Kreatur folgt euch nicht, als ihr in den Wald hineinläuft. Und als ihr endlich wieder Atem fassen könnt und euch kühler Nebel umgibt, schreitet langsam eine schlanke, hochgewachsene Gestalt euch entgegen, die grüßend eine Hand hebt
und zur Seite bewegt, worauf der Nebel sich in dicken, schimmernden Tropfen, in denen ihr euch selbst und eure Umgebung in hundertfacher Spiegelung und Brechung sieht, an den Blättern, Wurzeln und Ästen ringsum absetzt. Und Mel steht da und schaut euch mit ihren blinden Augen entgegen. Ihr hättet uns ruhig warnen können, dass in der Festung eine Riesenspinne ihr Unwesen treibt. Wolf ist wahrscheinlich tot. Sein Geist sicher nicht. Ja, ihr habt Dolomedia auf den Wolf gehetzt. Dolomedia? Durchaus, ja. Sie ist eine Tochter einer der Töchter Ungoliaths. Ein Albtraum, der in den Wassern und in der Dunkelheit lebt. Und wenn ich hoffen darf, vielleicht weiterzieht, um woanders ihre Brut auszutragen. Der Wolf jedoch ist tot. Und Dolomedia wird sich nicht von hier entfernen, solange dort noch ihr Gelege ruht. Haltet aber euch dicht an. Der Wolf. Oh. Der Wolf ist tot. Ich habe seinen Todesschrei hören können. Wir haben auch Dinge gehört. Dann lasst uns die Gunst der Stunde nutzen, damit wir weiterreisen können. Und ich werde euch begleiten und ich hoffe, dass mein Herr zulässt, dass ich seine Hallen betrete, auch wenn ich meinen Posten für einen Moment verlasse. Sie senkt den Blick, es ist sehr lange her, dass ich dort war jetzt. Und ich weiß nicht, wer dort ist und ob ich diejenigen wieder treffen werde, die... Aber das ist nicht wichtig für euch, nicht wahr? Ihr habt eine Nachricht zu überbringen und ich bin nur die, die euch begleitet. Naja... Und wir danken euch für eure Dienste. So wie euer Herr euch danken wird für die Treuen, die zu ihm geleistet hat über Jahre. Es schien Radagast sehr wichtig zu sein. Dann wollen wir Thranduil nicht warten lassen auf diese Botschaft. Ob sie ihn nun milde stimmen oder zornig machen wird, was zu oft vielleicht sein mag in letzter Zeit. Folgt mir. Und damit schreitet sie in den Nebel. Und in den nächsten Tagen wird Mel euch tatsächlich durch den Zauber, den sie mitgewoben hat, führen. Und ihr könnt sicher die Hallen Thranduils erreichen. Und was euch dort erwartet, das ist allerdings eine andere Geschichte und ein Abenteuer für einen anderen Tag. Kein Essen für die Hobbits. Doch, an einem anderen Tag. Und hervorragender Wein. Denn wenige Leute haben einen so erlesenen Geschmack wie Thranduil, was den Wein angeht. Nur ob er uns davon was abgibt. Das ist eine andere Frage. Das ist richtig. Und das würde dann davon abhängen, wie gut ihr mit ihm verhandelt. Ich meine, ihr habt eine Elbe dabei. Ich habe Courtesy, das muss funktionieren. Das ist richtig. Courtesy ist sehr wichtig bei Verhandlungen. Ich habe gehört, dass sie Noldor nicht ausstehen. Ja, leider auch. Weil Elben haben so nicht viel für euch übrig. Aber das wird schon klappen, ganz bestimmt. Das kriegen wir hin. Immerhin seid ihr keine Zwerge. Machen. Wir kriegen das hin, wir haben noch zwei Hobbits dabei. Ich bin sehr sympathisch. Ja. Das Faktor, der wird uns nicht abhalten. Ja, ich meine, wenn da so zwei Hobbits sind, was will man dagegen sagen? Ja, wenn die so Papier essen, machen wir die geschickte Karte einfach so. Das war unser kleines Abenteuer für heute. Und zumindest einer Person, die wir heute getroffen haben, der solltet ihr in der Herr der Ringe Gollum auch wieder begegnen. Wahrscheinlich wird sie dort etwas anders sein, weil ich habe nur auf eine Beschreibung und vage Interpretation hin sie gespielt. Aber Mel könnte da vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Oder war es doch die Spinne? Oder war es doch die Spinne? Oder der Wolf? Du spinnst doch. Einmal ein Spiel ohne Spinne, bitte, Leute. Das ist cool, oder? Get rid of the spiders. Also in dem Vorgespräch hat Damiri schon gesagt, es kann man einstellen, es gibt so einen Arachnophobiker-Modus, in dem es nicht ganz so viele Spinnen gibt. Sehr, sehr nice, sehr wichtig. Ja. Nice. Das ist wirklich cool, sowas. Ja. Ja, das ist, also ich bin sowieso generell für alle Varianten, die Spiele zugänglicher machen. Und ich finde es sehr schön, wie viel es inzwischen gibt an Modi, die Zugänglichkeit erleichtern, ob das die Möglichkeit ist, andere Controller anzuschließen und zu nutzen oder die Schwierigkeit zu verändern oder auf verschiedene Farbenblindheit einzugehen. Aber ich persönlich muss leider sagen, dass Arachnophobie mich schon von ein paar Dingen abgehalten hat, sie zu genießen. Also grounded nicht so dein Spiel.
Nope. No. Ah. Never ever. Selbst mit dem Arachnophobiker-Modus, den es bei Grounded zum Glück ja auch gibt, wo die Spinnen nur so ein Böbbel sind im Grunde, war immer noch dieses so, ich weiß aber, dass da eine Spinne ist. Das war mir immer noch creepy. Ja, ich bin da leider etwas im Film. Baby. Krass. Ja. Und alle Fantasy-Bücher und Geschichten haben irgendwann Riesenspinnen. Ich weiß auch nicht, warum. Spinnen sind halt einfach creepy. Geht's nicht bei mir so. Ich liebe Spinnen. Ich finde sie sehr, sehr cool. Ich habe mich viel mit Spinnen beschäftigt, um die Arachnophobie zu verbessern. Also es ist auch viel, viel besser geworden. Ja. Tatsächlich. Und ich find Spinnen total faszinierend und toll, aber trotzdem kriege ich Panik, wenn eine mit mir im Raum ist und größer als so. Krass. Ja. Und ich bin absolut dafür, dass es Spinnen gibt und dass Spinnen an Insekten fressen und dass Spinnen leben dürfen und nicht platt gemacht werden. Aber mögen muss ich sie trotzdem nicht. Nee, das ist ja. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Oh, ich kann auch darauf hinweisen, der Wolf ist eine Figur, die aus der ersten Edition von The Wandering noch ist. Das ist das Buch, wo hier der Düsterwald beschrieben wird. Und da geht es halt eben unter anderem um Werwölfe. Das ist, Sauron ist ja der große Chimärenbastler, wenn man möchte, gewesen, schon in früheren Zeitaltern Mittelerdes. Und der hat die Werwölfe erfunden, zumindest meiner Kenntnis nach. beziehungsweise seine Festung wurde auf jeden Fall von einem Werwolf bewacht. Von einem sehr mächtigen. Und war auch mal ein Werwolf. Hatte der auch einen Wehrgang? Ja, die Festung hatte auch einen Wehrgang. Wer hat die Werwölfe erfunden? Das würde mich jetzt so interessieren. Im Zweifel immer Morgoth. Ja, also wollte ich gerade sagen, also Sauron war auch mal ein Werwolf. Die Werwölfe sind auch bei Tolkien eher so diese Werwölfe aus der Mythologie, ne? Wieder mal nicht, dass das wir jetzt unter Fantasy-Werwölfen, die können Truppen und so verstehen, sondern also Schattenwesen und die dunklen Zauberer können das. Die können sich in Vampire verwandeln, in Werwölfe und sowas in der Art. Ja. Aber Sauron ist ja auch ein großer Gestaltwandler gewesen. Ja. Genau. Aber in dem Fall geht es tatsächlich um die Werwölfe, die Sauron dienstbar waren, nachdem er eine Elbenfestung ja übernommen hat. Westlich von Dorthonion. Und nachdem die aber vernichtet worden sind, unter anderem von dem großen weißen Wolf Huan, es ist aus dem Lied um Beren und Lúthien, hat deren Geist weiter bestanden und die ergreifen Besitz von Wölfen. Und das war also quasi ein Werwolfgeist, der in einem Wolf drin steckte. Ja, sehr schön. Tol Sirion, genau, das war der Name, den ich gesucht habe von der Festung. Und früher Minas Tirith. Ja, weil es gibt zwei Minas Tirith. Das ist leider sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Ja, das ist. Ich meine, Tolkien ist insofern realistisch, was sein Worldbuilding angeht, als dass es viele Leute gibt, die gleichen Namen haben und auch Orte gibt, die die gleichen Namen haben. Weil ich meine, ich komme aus Münster. Und immer, wenn ich gesagt habe, ich komme aus Münster, sagen Leute, ist das nicht hier um die Ecke? Weil es halt überall eins gibt. Und dementsprechend gibt es auch mehrere Minas Tirith, beziehungsweise das jüngere Minas Tirith ist vermutlich nach dem älteren Minas Tirith benannt. Ja, es gibt so komische Doppelungen. Ne? Ist ja eigentlich auch cool, wenn es das gibt, nur es ist natürlich schwieriger, wenn man eine Geschichte versucht nachzuvollziehen. Mhm. Also es ist gut für den Realismus, schlecht manchmal für das Casual Reading oder Casual Viewing irgendwas. Ja. Gleich klingt oder tatsächlich gleich heißt. Ja. Und diese Ruine mit den Spinnen ist aus Ruins of the Lost Realm. Ursprünglich ist sie dafür vorgesehen, dass man die in Eriador trifft. Aber Spinnen und verlorene Menschenbogen passen auch sehr gut in den Düsterwald. Deswegen habe ich sie da reingepackt. Ja. Und wie gesagt, ein Charakter ist auch aus Gollum übernommen und ich hoffe, ich habe ihr Genüge getan. Große Rolle oder kleine Rolle, wenn man das spoilern kann? Von dem Charakter. Sorry, was? Es ist eine große oder eine kleine Rolle? Also von dem Charakter. Zentrale Rolle. Cool. Es ist mir auf jeden Fall eine Freude. Entschuldigung. Es ist mir auf jeden Fall eine Freude gewesen, mit euch zu spielen. War eine sehr schöne kleine Runde und ihr habt ein Monster durch ein anderes Monster
umbringen lassen, was die geschickteste Art und Weise war, das ganz anzugehen. Ihr hättet auch versuchen können, den Werwolf so zu besiegen oder einfach wegzulaufen. Aber das war mehr oder weniger die elegante Lösung. Die bei den Rolls hätten wir gewonnen wahrscheinlich, ehrlich gesagt. So gut ja, wie einfach, ihr geschossen habt. Weiter 12 würfeln. Ja, das war wirklich ausgesprochen gut. Er hatte auch nicht mehr so viel an Lebensenergie, dieser Wolf, tatsächlich. Wir hatten aber tatsächlich keine einzige Elf, oder? Nein, ihr habt kein Sauer ins Auge gewürfelt, das wirklich bemerkenswert ist. Glückliche Runde. Ja, tatsächlich. Das hilft, wenn man Halblinge dabei hat, Hobbits. Ja, Halfling Luck. Ja. Wir hatten sehr viel Hoffnung dabei. Die bringen Glück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In dem Sinne sehr, sehr ganz lieben Dank an Hobbit Ruby, die Freundliche, gespielt von Hasel. Dankeschön für die Einladung. Ganz, ganz lieben Dank an Hobbit Tilly, die Schleichende, die von hinten Spinnen absticht, gespielt von Jill. War sehr schön, dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ein ganz, ganz lieben Dank an Galaglas, die Elbe, gespielt von Lilly Schote. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, danke. Und natürlich an Damiri, der Beran den Wanderer gespielt und sein sehr frisch, sehr intensiv aufbereitetes Wissen über den Düsterwald und was dort passiert mit eingebracht hat. Vielen Dank. It was a pleasure. Und natürlich vielen Dank an die Unterstützung durch Dedelic, die wie gesagt diese Session sponsern, weswegen wir unseren wunderbaren Gastspielerinnen tatsächlich auch eine kleine, aber immerhin, ich bin stolz drauf, eine Gage dafür geben können, dass sie sich in Schale geworfen und vorbereitet haben. Und ich bin wirklich sehr dankbar und finde es schön, erstens, dass ihr wunderbar hobbitig oder elbisch hier seid. Und ich muss auch sagen, die Snacks und alles, was hier aufgefallen wurde, war sehr schön. Ich kann das noch einmal kurz am Ende zeigen. Ja. Oh, hey, ja, mega! Wie cool. Das ist ein Frühstück, oder? Das ist ein Frühstück. Das ist ein Frühstück. Das ist tatsächlich mein Abendessen. Nice. Das finde ich sehr schön. Ja. Gollum erscheint, wie schon einmal erwähnt, am 25. auf allen gängigen Plattformen, die aktuell noch sinnig bespielt werden. Und wenn ihr herausfinden wollt, was mit dem kleinen, schleichenden Kriecher, mit Sméagol und seiner pragmatischen Seite Gollum passiert ist, bevor Gandalf herausfinden konnte, was ihm so geschehen ist und vielleicht auch ein bisschen drumherum, dann könnt ihr euch da dieser Kreatur annehmen, dieses kleinen verlorenen Flussleutchens, und ihn von Dol Guldur bis hin zu einem noch geheimen Ende steuern. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und hier machen wir jetzt aus. In dem Sinne, winke, winke. Tschüss. Bye. Dankeschön. Tschüss.